Meine Damen und Herren, guten Morgen und herzlich willkommen zur 8. aufsichtsrechtlichen Fachtagung zum Thema Der richtige Umgang mit Non-Financial Risks, ein Erfolgsfaktor für Finanzdienstleister. Mein Name ist Oliver Kruse und ich darf Sie als stellvertretender Rektor der Hochschule der Deutschen Bundesbank als Gastgeber begrüßen. Aufgrund der Corona-Pandemie findet diese Konferenz zum ersten Mal als rein virtuelle Tagung per Livestream statt. Wir freuen uns, trotz dieser angepassten Bedingungen, dafür viele Experten hier vor Ort in der Runde begrüßen zu dürfen. Sie werden uns heute einen wertvollen Einblick in die Integration und die Steuerung nicht finanzieller Risiken geben und auch Ihre Zuschauerfragen weitestmöglich zu beantworten. Dafür können Sie uns online Ihre Anregungen senden, sodass wir im Laufe der Sitzung darauf zurückkommen können. Außerdem werden wir zwei Umfragen durchführen, die wir an den jeweiligen Stellen ankündigen werden. Bitte nutzen Sie dafür die Abstimmungsfunktion. An dieser Stelle möchte ich meinen Kollegen Professor Dr. Andreas Igel begrüßen, der mich diesmal erstmalig bei der Tagung unterstützt. Vielen herzlichen Dank, Herr Kruse, für die Einladung, auch die Möglichkeit, dass ich heute dabei sein darf hier an der Stelle. Wenn wir heute über nicht finanzielle Risiken sprechen, sprechen wir explizit über operationelle Risiken, über Rechtsrisiken, über Compliance-Risiken, über regulatorische Risiken, aber explizit auch dann über IT-Risiken. Wir werden viel diskutieren im Laufe des heutigen Vormittags explizit, wie diese Risiken in die Unternehmensführung zu integrieren sind, wie diese Risiken gesteuert werden können, aber auch, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie präventiv mit diesen Risiken umgegangen werden kann. Im weiteren Verlauf, gegen Ende der Veranstaltung, werden wir hier einen Schwerpunkt anlegen auf IT-Risiken, deren aktuelle Entwicklung, den Anforderungen, die wir als Aufsichtsbehörden stellen, aber auch die Erfahrungen, die von Industrie und der Aufsichtsbehörde aktuell erfahren werden. Ich freue mich sehr auf eine informative Konferenz. Vielen Dank nochmal für die Möglichkeit. Genau. Beginnen möchten wir nun mit Herrn Professor Joachim Wirbeling, Vorstandsmitglied der Deutschen Bundesbank. Er wird uns mit seinem Eröffnungsvortrag in das Thema einführen. Lieber Herr Wirbeling, wir freuen uns über Ihre Ausführungen. Ja, vielen Dank, Herr Kruse, Herr Igel, meine sehr verehrten Damen und Herren. An den Bildschirmen, an den Monitoren. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite hier aus Frankfurt. Ich freue mich sehr, als zuständiger Vorstand sowohl für die Bankenaufsicht wie auch für die IT hier eine kurze Einführung geben zu können. Von beiden Seiten her interessiert mich das Thema sehr. Die Hochschule macht mit der Wahl des Themas der Tagung, denke ich, wieder deutlich, dass sie wissenschaftlich, aber eben auch praktisch auf der Höhe der Zeit ist. Gestern Morgen um 9 Uhr Tokioter Zeit passierte etwas nicht, was sonst jeden Morgen an einem Werktag passiert. Normalerweise öffnet dann nämlich die Börse. Und das geschah gestern nicht und auch den ganzen Tag nicht. Warum? Systemfehler. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ereignisse dieser Art haben uns in den letzten Monaten oft und immer stärker vor Augen geführt, welche Bedeutung IT-Risiken und operationelle Risiken für das Bankgeschäft haben. Und die Abhängigkeit wächst natürlich immer mehr, je mehr wir über Home-Arbeitsplatz, über digitale Konferenzen, je mehr wir abhängig werden von der Nutzung des digitalen Umfelds für den ganz normalen Regelbetrieb unserer Institutionen. Die Bedeutung von IT-Risiken und operationellen Risiken für das Bankgeschäft sind in diesen Monaten noch einmal verstärkt in das Blickfeld getreten. Deswegen ist das Thema auch für mich ganz persönlich in der Verantwortung für die Bankenaufsicht, aber auch in der Verantwortung für die IT-Sicherheit besonders wichtig. Ich freue mich allerdings, heute auch mal wieder einen Beitrag zu einem konzeptionellen Thema leisten zu können und nicht immer nur über die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Banken oder gar Wirecard und Kränke und so weiter reden zu müssen. Lassen Sie mich deshalb im Folgenden auf folgende drei Punkte kurz eingehen. Erstens auf die Relevanz von Non-Financial Risks für Finanzdienstleister, zweitens auf deren Steuerung
und drittens auf die aufsichtliche Perspektive. Standen seit der Finanzkrise die finanziellen Risiken im Vordergrund? Stand im Vordergrund, die Lehren aus der Finanzkrise zu ziehen, wenden sich Aufsicht und Banken zunehmend den nicht finanziellen Risiken zu, werden sich derer bewusst. Und eines sage ich ganz deutlich, die Relevanz der nicht finanziellen Risiken ist heute genauso hoch wie die der finanziellen Risiken. Zu diesen Risiken zählen unter anderem, und es wurden ja schon ein paar Punkte genannt, die ganz klassischen Betrugsrisiken, Compliance-Risiken, Reputationsrisiken, sonstige operationelle Risiken und natürlich, wie schon erwähnt, im Zuge der rasanten Digitalisierung vor allen Dingen die IT- und Cyberrisiken. Sie sehen an dieser Aufzählung aber auch, die nicht finanziellen Risiken sind ein ja bunter Strauß von ganz unterschiedlichen und ganz verschiedenen Risiken. Insofern ist es sowohl für Sie, für die Institutionen wie für die Banken eine große Herausforderung, diese Risiken zu analysieren. Und hier spreche ich auch die Wissenschaft an, Beratungsgesellschaften, die sich heute auch zugeschaltet haben, eine riesige Herausforderung, diese Risiken zu managen. Und sie sind leider eben auch nicht mit einer übergreifenden Strategie beherrschbar. Jedes Risiko ist für sich so unterschiedlich, dass völlig andere Begrenzungsmaßnahmen dafür entwickelt werden müssen. Wie für Sie stellte sich in der Vergangenheit schlicht und einfach die Frage, warum soll gerade meine Institution sich damit besonders beschäftigen? Auch wir hier in der Bundesbank haben uns natürlich diese Frage gestellt. Und als Zentralbank würde man annehmen, dass diese Dinge ja doch verhältnismäßig weit weg sind. Das wird man aber schnell eines Besseren belehrt, wenn man mal kurz einen gedanklichen Ausflug wieder nach Asien macht, diesmal in das Jahr 2016 und zwar nach Bangladesch. An diesem Tag im Februar erhielten die Mitarbeiter der Zentralbank aus Bangladesch eine Nachricht aus New York, die Federal Reserve Bank, die für die Zentralbank die internationalen Zahlungen normalerweise abwickelt, war über einen, ja, wundern Sie sich nicht, Rechtschreibfehler in einer Überweisung gestolpert. Das Wort Foundation war falsch geschrieben. Tja, und dann wurde aber bei genauerem Hinsehen klar, dass die Zentralbank von Bangladesch diese Überweisung und viele andere gar nicht selbst in Auftrag gegeben hatte. Sie war Opfer eines Cyberangriffs geworden. Die Überweisungen summierten sich auf knapp 1 Milliarde US-Dollar und hatten Empfängerkonten in Sri Lanka und in den Philippinen. Und nur aufgrund dieses banalen Rechtschreibfehlers flog der Angriff auf, sodass Zahlungen gestoppt werden konnten und der Schaden dann auf nur, wenn Sie so wollen, sich nur auf 81 Millionen Dollar belief. Der Fall verdeutlicht zweierlei. Zum einen, zu meinem persönlichen Erschrecken, sind selbst Zentralbanken vor Non-Financial Risks nicht sicher. Und zum anderen, Non-Financial Risks können zu sehr, sehr hohen finanziellen Verlusten führen, wenn sie nicht adäquat gesteuert werden. Und drittens, all dies kann überall auf der Welt passieren, auch bei uns. Die Verluste können nicht nur durch Diebstähle wie im Fall Bangladesch entstehen. Es können auch Strafzahlungen sein, die wegen Marktmanipulation fällig werden oder Schadensersatzansprüche, weil Mitarbeiter Geld von Kunden veruntreut haben. Die Liste lässt sich beliebig fortsetzen. Als besonders dynamische Non-Financial Risks gelten natürlich derzeit IT- und Cyberrisiken. Gestern hat Microsoft seinen jährlichen Digital Defense Report veröffentlicht und erneut festgestellt, dass die Angriffe immer professioneller werden. Herr Dr. Finkler, Herr Breetz und Herr Dr. Plewan, die wir später noch in einer Panel-Diskussion zum Umgang mit IT-Risiken hören dürfen, werden Microsoft da sicher zustimmen.
Die Risiken können, wenn sie schlagend werden, immer größeren Schaden anrichten, weil eben die Digitalisierung zügig voranschreitet. Und seit der Corona-Pandemie natürlich noch zügiger. Und der Bericht von Microsoft, den ich eben erwähnte, führt besonders aus, dass die Angreifer zunehmend die Corona-Situation, auch Corona-Ängste ausnutzen für ihre maliziösen Angriffe. Und wo vor 20 Jahren beim Cyberangriff vielleicht nur einige Teile eines Geschäftsbetriebs betroffen waren, kann ein Finanzdienstleister heute ohne IT überhaupt nicht mehr funktionieren. Wir reden also hier über ein Mega-Risiko für das gesamte Finanzsystem und auch und letztlich für die Finanzstabilität. Unternehmen, die sich gegen solche Risiken nicht ausreichend schützen, sodass beispielsweise Zahlen gestohlen werden oder Zahlungssysteme nicht verfügbar sind, laufen darüber hinaus die Gefahr, das Vertrauen ihrer Kunden nachhaltig zu verlieren. Es ist daher keineswegs übertrieben zu sagen, non-financial risks können Existenzen kosten. Wenn diese Risiken potenziell so hohen Schaden anrichten können, wie müssen wir ihnen dann aktiv entgegentreten? Ich komme zum zweiten Abschnitt. In die Details einer wirksamen Steuerung von non-financial risks möchte ich an dieser Stelle nicht einsteigen, denn zu diesem Thema hören wir sicher später noch mehr Panel-Diskussionen und vor allen Dingen Herrn Ramsberger. Aber so viel sei gesagt, die Steuerung von Non-Financial Risks ist äußerst komplex und birgt im Vergleich zur Steuerung sogenannter herkömmlicher Risiken ganz neue Herausforderungen. So stellt sich etwa die Frage, wie Non-Financial Risks quantifiziert werden können. Hier fehlt es regelmäßig völlig an einer geeigneten Datenbasis. Denken Sie beispielsweise an das Betrugsrisiko. Woher bekommt man denn überhaupt die Daten, um diese Risiken zu messen? Schließlich möchte kein Arbeitgeber seinen Mitarbeiter danach fragen, mit welcher Wahrscheinlichkeit sie mit einem Betrug rechnen müssen. Mal davon abgesehen, dass die echten schwarzen Schafe wohl kaum ehrlich antworten würden, Wirecard lässt grüßen. Eine weitere Schwierigkeit bei der Quantifizierung von nicht finanziellen Risiken ist, dass ein Risiko mit anderen Risiken eng verflochten sein kann. Wenn beispielsweise das Betrugsrisiko schlagend wird, weil ein Mitarbeiter Geld veruntreut hat, muss sich ein Institut nicht nur fragen, wie hoch ist der Verlust aus dieser Veruntreuung, sondern auch, wie hoch sind die Folgeverluste durch beschädigte Reputation. Neben diesen quantitativen Herausforderungen muss auch auf qualitativer Ebene angesetzt werden, beispielsweise bei einer starken Risikokultur in der Organisation. Und da Non-Financial Risks sehr dynamisch sind und in immer wieder neuem Gewand auftauchen, müssen alle Steuerungsmaßnahmen regelmäßig kritisch geprüft werden. Trotz all dieser Herausforderungen ist eine wirksame Risikosteuerung von Non-Financial Risks für Banken hochrelevant. Drei Gründe dafür. Erstens, dies wird für viele Kreditinstitute vermutlich auf den ersten Blick am wichtigsten sein, sie können finanzielle Schäden unbegrenzten Ausmaßes vermeiden und die eigene Existenz sichern. Zweitens hat das Institut andererseits auch die Chance auf verbesserte Kundenbeziehungen. Denn Kunden, die in einer Zeitung lesen, dass ihre Daten beim Cyberangriff auf ihre Bank erbeutet wurden und dass ihre Bank Geld veruntreut hat, haben selbstverständlich Anlass, ihr Konto zu wechseln. Und drittens ist eine wirksame Steuerung von Non-Financial Risks natürlich für uns als Aufsicht relevant. Denn je besser das Risikomanagement eines Instituts, desto geringer kann der aufsichtliche Zuschlag bei den Eigenkapitalanforderungen ausfallen. Und die Prüfer interessiert in diesem Prozess immer mehr auch das Management von Non-Financial Risks. Das führt mich zu meinem letzten Punkt, der Blick der Aufsicht auf diese Risiken. Wir als Aufsicht haben ein hohes Interesse daran, dass Kreditinstitute Non-Financial Risks angemessen managen. Denn diese Risiken bedrohen einzelne Institute im Kern, aber auch die Finanzstabilität als Ganzes.
Daher nehmen die Aufsichtsbehörden Non-Financial Risks immer stärker in den Fokus. Auf europäischer Ebene hat die EBA vor 2 Jahren in ihren Leitlinien zur internen Governance festgelegt, dass eine Bank in ihrem Risikomanagement-Rahmenwerk nicht nur ihre finanziellen Risiken, sondern auch ihre nicht finanziellen Risiken adressieren und deren Ausmaß abschätzen soll. Und die EZB hat vor ein paar Jahren Non-Financial Risks in ihre Prüfungsplanung aufgenommen. In diesem Jahr, zu Beginn der Pandemie, haben wir Aufseher natürlich besonders die operationellen Risiken unter die Lupe genommen. Daneben gilt unser besonderes Augenmerk derzeit aber den IT- und Cyberrisiken. BaFin und Bundesbank haben dazu gemeinsam vor 3 Jahren bankaufsichtliche Anforderungen an die IT in Banken, kurz BAIT, erarbeitet. Den meisten von Ihnen sind diese bekannt. Im kommenden Jahr steht hier eine Novelle an, um mit den Leitlinien der EBA konform zu werden. Die BAIT werden dann weitere Anforderungen an die IT-Sicherheit von Banken enthalten. Das bietet Orientierung für alle. Ein weiterer Schwerpunkt der BAIT-Novelle liegt auf regelmäßigen Schulungen zum Thema IT-Sicherheit, denn die beste Technik nützt nichts ohne gut ausgebildetes Personal. Damit die europäischen Finanzdienstleister in Bezug auf Cyberrisiken gut aufgestellt sind, begrüßen wir auch konkrete Tests der operativen IT-Sicherheit. Mitglieder des europäischen Systems der Zentralbanken haben ein einheitliches Rahmenwerk für sogenannte Red-Teaming-Übungen entwickelt, auf Englisch Threat Intelligence Based Ethical Red Teaming, kurz TIBER. Was kompliziert klingt, bietet in der Praxis sehr großen Nutzen. Große Banken und Versicherungen haben tatsächlich die Möglichkeit, sich im Rahmen freiwilliger TIBER-Tests realitätsnahen, aber kontrollierten Cyberangriffen auszusetzen, um ihre Widerstandskraft gegen Cyberrisiken zu testen. Bei Interesse können sich die Banken und Versicherungen an das TIBER-Cyber-Team wenden, das für Deutschland hier auf dem Campus bei der Deutschen Bundesbank angesiedelt ist. Das TIBER-Cyber-Team begleitet und unterstützt die von Unternehmen durchgeführten TIBER-Tests während ihres kompletten Verlaufs. Bei diesen Tests beauftragt die Bank oder die Versicherung jeweils sogenannte Threat Intelligence oder Red Teams, die sich unternehmensspezifische Bedrohungsinformationen beschaffen und den simulierten Angriff durchführen. Die Angreifer versuchen, in die Unternehmenssysteme einzudringen und vorab definierte Ziele zu erreichen. Dabei greifen sie auf die Methoden echter Hacker zurück, natürlich ohne absichtlich Schäden herbeizuführen. Im Anschluss an den Test erhält das Institut ein Feedback zu seiner IT-Sicherheit und weiß nun, woran es künftig arbeiten muss. Während TIBER also nicht als aufsichtliches Instrument dient, ermöglicht es Banken und Versicherungen, sich in einem geschützten und kontrollierten Rahmen mit eigenen Schwachstellen auseinanderzusetzen. Sie sehen, wir als Bundesbank befassen uns keineswegs nur unter aufsichtlicher Perspektive oder wegen unserer eigenen IT-Sicherheit, sondern auch darüber hinaus mit dieser Dienstleistung mit IT-Risiken. Wir nehmen die Non-Financial Risks an vielen Stellen selbst ins Visier. Für uns als Aufsicht bedeutet das unter anderem, dass wir diese Risiken weiterhin und künftig immer stärker in Prüfungen berücksichtigen werden. Unsere Hoffnung und unsere Erwartung ist, dass Institute diesen Risiken verstärkt Aufmerksamkeit widmen, ihre Risikosteuerungsmaßnahmen ausbauen und uns gegenüber transparent machen. Zudem befassen wir uns hier in der Bundesbank intensiv mit Risiken, die von ganz aktuellen technischen oder technologischen Entwicklungen ausgehen, wie zum Beispiel Cloud-Nutzung oder Einsatz von künstlicher Intelligenz. Vor einem Jahr haben wir dazu eine ganz eigene Einheit mit Spezialisten gegründet. Und im Sommer hat diese Gruppe gerade eine umfassende interne Analyse zu künstlicher Intelligenz und ihrer aufsichtlichen Behandlung vorgelegt. Auch die EU-Kommission übrigens packt das Thema an. In der letzten Woche
wurde ja dort ein Aktionsplan für den digitalen Finanzsektor vorgelegt, der viele dieser Non-Financial Risks behandelt. Und Europa, das kann ich auch aus der Arbeit in den internationalen Gremien, insbesondere im Basler Ausschuss, Europa kann schon selbstbewusst sagen, dass wir jetzt hier zu einem Vordenker und ein Stück weit auch zu einem Vorreiter weltweit geworden sind. Ich komme zum Fazit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, trotz Ihres Namens Non-Financial Risks können diese Risiken, wenn sie schlagend werden, erhebliche negative finanzielle Auswirkungen haben, auf die Bilanz, aber auch auf die G&V. Daher ist eine adäquate Steuerung der Risiken für Institute, die zukunftsfähig sein wollen, ein Must-Have. Und auch bei Kostendruck aufgrund einer schwachen Ertragssituation ist es wichtig, in diese Steuerung zu investieren. Diese Investitionen werden sich bezahlt machen. Zum anderen, die Steuerung von Non-Financial Risks ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe und wird in den kommenden Jahren vermehrt und zunehmend intensiver aufsichtlich geprüft werden. Die Steuerung von Non-Financial Risks ist eine Aufgabe, die von der Bankleitung ausgehen muss. Es ist eine Managementaufgabe. Und die Herausforderung ist nicht trivial, denn auf die etablierte Risikosteuerung für finanzielle Risiken lässt sich kaum aufsetzen. Daher wird es mit einer Arbeitsgruppe, die sich diesem Thema widmet, nicht getan sein. Vielmehr muss die gesamte Organisation für Non-Financial Risks sensibilisiert werden. Entscheidend ist, diese Herausforderungen schon heute und mit voller Kraft anzugehen. Dann kann der Umgang mit Non-Financial Risks tatsächlich zu einem Erfolgsfaktor der Organisation werden, wie es der Titel unserer Tagung verheißt. Auf dem Weg zu einer zielgerechten Steuerung der Risiken haben wir als Aufsicht eine zentrale Rolle zu spielen, aber auch als Bundesbank mit unseren anderen Aufgaben. Wir als Aufseher müssen durch klare Anforderungen unsere Erwartungen transparent machen. Diese Herausforderung nehmen wir mit großem Verantwortungsbewusstsein wahr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun wünsche ich spannende Diskussionen und im Anschluss eine gute Umsetzung in Ihren Instituten und Organisationen, damit Sie jeden Morgen um 9 Uhr öffnen können. Vielen Dank. Ja, Herr Professor Würmeling, vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich denke, Sie haben in Ihrem Vortrag viele wichtige Punkte angesprochen, die wir während dieser Tagung auch noch weiter diskutieren wollen. Zunächst bitte ich Sie als Zuhörer, jetzt bei der ersten Abstimmung teilzunehmen, die Sie jetzt auf Ihrem Bildschirm im unteren Bereich sehen. Sie können uns im weiteren Verlauf zu den Panel-Discussions auch Ihre Fragen senden, die wir dann versuchen, größtmöglich zu beantworten. Auch diese Fragen, auch diese Chat-Funktion finden Sie im unteren Bereich des Bildschirms.
Ja, liebe Zuhörer, liebe Diskutanten, lassen Sie uns nun zur ersten Panel-Discussion kommen und diskutieren, wie Non-Financial Risks über die drei Verteidigungslinien hinweg gesteuert werden können. Anfangen würde ich gerne mit Herrn Patrick Kuchelmeister. Er ist Mitglied des Vorstands der Sparkasse Celle Gifhorn Wolfsburg und ist quasi ein Vertreter der ersten Verteidigungslinie und er zeichnet dort auch für das Risikomanagement verantwortlich. Ja, insofern vielleicht mal die Frage an Sie, welche Rollen spielen nicht finanzielle Risiken in Ihrem Haus? Ja, vielen Dank, Herr Kruse. Da hilft ja Blick in die Risikostrategie des Hauses und analog der anderen Risikoarten werden eben auch die Non-Financial Risks, wie beispielsweise operationelle Risiken oder Reputationsrisiken, im Rahmen der jährlichen Risikoinventur gemessen und bewertet. Und typischerweise wird hier natürlich mit Ausnahme des operationellen Risikos, was ja per se wesentlich ist, eher keine Wesentlichkeit festgestellt. Was ist der Grund dafür? Nun, ich glaube, das typische Geschäftsmodell einer Sparkasse ist eben per se nachhaltig. Ich lasse die IT-Risiken an dieser Stelle mal außen vor, weil wir in der Sparkasse hier einen Sonderfall haben. Aber eben auch die sozialen und die Governance-Risiken werden eben ebenfalls im Rahmen der allgemeinen strategischen Ausrichtung berücksichtigt und die aufgeführten Einzelaspekte auch dieser Risikokategorie werden dann sehr eng durch Compliance überwacht. Also ich denke an die Maßnahmen zur Korruptionsvorbeugung, die Vorhaltung eines Whistleblower-Systems oder eben auch die Aufrechterhaltung und die Sicherstellung von Datenschutzmaßnahmen etc. Und es ist ja auch kein neues Thema aus den MA-Risk und auch aus den KWG, Stichwort sonstige strafbare Handlungen, resultieren ja schon sehr klare Leitplanken, die dann für unsere Compliance-Abteilung auch maßgeblich ist. Aber lassen Sie mich vielleicht sagen, ich bin gar kein Fan dieser Begrifflichkeit der Non-Financial Risks, weil am Ende des Tages, glaube ich, haben wir unmittelbare finanzielle Risiken und eben mittelbare finanzielle Risiken. Und ich glaube fest daran, dass eben auch Non-Financial Risks irgendwann, wenn sie schlagen werden, eben auch finanzielle Auswirkungen haben. Ich glaube, dass da auch das Problem liegt, dass man, so geht es mir jedenfalls, gerade die Non-Financial Risks sehr stark spürt, sehr stark weiß, dass sie da sind, aber eben ein Quantifizierungsproblem vorherrscht, während es umgekehrt ja so ist, dass die klassischen Risiken, die man vielleicht jeden Tag nicht so wirklich spürt, aber vermeintlich sehr verlässlich über die bekannten statistischen Modelle quantifiziert werden können. Und man sieht, im Blick in die USA, dass die Angelsachsen eben mit Blick auf die Messbarkeit und auch die KPIs von Non-Financial Risks deutlich weiter sind als wir. Hier geht es stärker über die Person und stärker über das Vertrauen, glaube ich. Ja. Nun hat es der Professor Würmeling auch schon angesprochen, Stichwort glaubhafte Risikokultur. Ich denke, das hat sehr viel mit unserem Thema zu tun. Vielleicht die Frage an Sie als nun wirklich handelndes Vorstandsmitglied. Was tun Sie als Vorstandsmitglied konkret, um in Ihrem Haus eine glaubhafte Risikokultur umzusetzen? Ja, Sie sprechen ja den Tone of the Top an. Und als Vorstandsmitglied fühle ich mich jedenfalls als die personifizierte First Line of Defense. Und dabei ist es mir auch wichtig, ein sehr einheitliches Risikoverständnis im gesamten Haus zu schaffen. Und dies beginnt eben mit der Vorbildfunktion der Geschäftsleitung des Vorstandes und endet in der Verantwortlichkeit eines jeden Mitarbeitenden. Natürlich haben wir normale Mechanismen, wie es sie in jedem Haus gibt, dass wir unseren Risikoappetit formulieren und sich das beispielsweise auch in Größenbegrenzungen im Kreditgeschäft etc. umsetzt. Und so stellen wir eben sicher, dass wir nur in Branchen und Projekten investiert sind, die wir wirklich kennen. Ich lege viel Wert darauf, dass wir als Haus verstehen, was wir tun. Wir veröffentlichen den Gesamtrisikobericht im Gesamthaus und wir sagen ganz bewusst, dass die Risikostrategie jeder Mitarbeiter kennen soll. Und nicht nur kennen soll, ich möchte und wir legen Wert darauf, dass diese Risikostrategie in den Bereichen diskutiert wird, erklärt wird und auch Fragen eines jeden Mitarbeitenden aufgegriffen werden. Dass wir eine sehr strikte NPP-Kultur, also ich bin bei den MA-Risk, AT8-2 leben. Ich sage immer, mit einem Geschäft, was ein normaler Mitarbeiter initiiert, machen Sie eine Sparkasse nicht kaputt. Mit Geschäften, die der Vorstand vielleicht selber mal beibringt, vielleicht schon eher. Und ich glaube fest daran, dass man ein Haus insbesondere mit Geschäften am Leben hält, die man nicht macht. Sozusagen die Conduct Risks des täglichen Lebens. Das führt mich auch so ein bisschen, wir haben jetzt über die Risikokultur gesprochen.
Jetzt würde mich noch mal interessieren, in welchem Umfang werden nicht finanzielle Risiken in die tägliche Vorstandsarbeit integriert und welche Auswirkungen haben dann diese nicht finanziellen Risiken auf Ihre Vorstandsentscheidung? Das ist eine sehr wichtige Frage, Herr Kruse. Wir haben bei uns in den Vorstandsbeschlüssen immer die Bewertung etwaiger nicht finanzieller Risiken mit dem Blick und einen separaten Passus hierfür. Und auf der strategischen Linie gilt eben, wir sagen als Sparkasse, wir engagieren uns im Direktgeschäft ausschließlich in unserer Region, weil wir diese Region kennen und wir glauben, dass wir eben auch nicht finanzielle Risiken gerade in unserer Region besser einschätzen können als jemand, der nicht im Geschäftsgebiet ist. Ich habe ein ganz konkretes Beispiel. Gerade der nördliche Teil unseres Geschäftsgebietes ist sehr ländlich geprägt, von großen landwirtschaftlichen Betrieben belebt, die eben eigentlich nichts mehr mit dem früheren Landwirt zu tun haben, sondern eigentlich sind das mittelständische Betriebe. Und was wir gesehen haben, gerade in den letzten beiden heißen Sommern, war, dass über behördliche Bewässerungsverbote gerade diese Unternehmen maßgeblich determiniert waren. Und ich glaube, wenn man als Finanzierungspartner dann in München sitzt oder anderswo in der Republik, dann hat man diese nicht finanziellen Risiken überhaupt nicht im Blick. Wir haben diese Risiken im Blick. Und wir haben den Vorteil, auch die durch die Fusion im letzten Jahr, dass wir sehr unterschiedliche Wirtschaftsräume haben. Politik möchte sehr gerne einheitliche Wirtschaftsräume. Wir haben den Vorteil, dass wir durch sehr unterschiedliche Wirtschaftsräume risikodiversifizierend unterwegs sind. Und das gilt eben auch für die nicht finanziellen Risiken. Vielleicht, weil jetzt hier die erste Frage aus dem Chat auch ist und die gerade zu Ihnen passt, würde ich die auch kurz stellen. Hier wird gefragt, wie messen Sie die Risikokultur über alle Mitarbeiter hinweg? Haben Sie da einen Ansatz? Das ist eine spannende Frage. Also wenn Sie mich nach einer Messung fragen, die wirklich in einer Zahl endet, dann kann ich sagen nein. Mhm. Aber ich glaube, dass am Ende des Tages die Risikokultur Ausfluss dessen ist, was tatsächlich dann auftritt, wo man so als Vorstand sagt, naja, muss das passieren, muss das sein? Ich kann nur noch mal sagen, wir versuchen als Vorstand nichts unter den Tisch zu kehren. Wir versuchen ganz offen mit den Fehlern umzugehen, die auftauchen. Wichtig sind ja die Learnings daraus zu ziehen. Wichtig ist, die Leute zu ermuntern, dass man Fehler machen darf, ohne dass es direkt auf die Sanktion ankommt. Und ich glaube eben auch, dass wir als öffentlich-rechtliches Institut uns in einer Dreiecksbeziehung aufhalten, die uns so ein Stück weit auch sehr stark einer sozialen Kontrolle unterzieht. Unsere Träger, die wollen eine starke Sparkasse als Finanzierungspartner vor Ort haben. Unsere Träger wollen aber auch eine Ausschüttung. Wir sind eine Sparkasse, die ausschüttet, wenn es die Aufsicht nicht verbietet. Und unsere Träger wollen eben auch ein gleichzeitig positives Bild in der Öffentlichkeit der Sparkasse. Und deswegen, glaube ich, sind wir sozial sehr stark kontrolliert. Herr Kuchenmeister, erstmal vielen Dank für Ihre Ausführung hier zur ersten Verteidigungslinie. Ich würde dann gerne zu Herrn Schröder kommen. Er ist Chief Compliance Officer in der ERGO Group und damit Vertreter der zweiten Verteidigungslinie. Und vielleicht aus Ihrer Sicht, welche sind aus Ihrer Compliance-Sicht die bedeutsamsten nicht finanziellen Risiken? Nun, das nicht finanzielle Risiken sind ja sozusagen das tägliche Brot im Compliance-Bereich. Also allen voran mal alle ja, die sogenannten Conduct Risks, die verhaltensbezogenen Risiken, die natürlich einen wesentlichen Teil der Compliance-Arbeit ausmacht, in Kombination dann auch natürlich mit Reputationsrisiken, die dann exponentiell natürlich auch eine Erhöhung der Risikobewertung führen kann. Und dann natürlich im Weiteren auch Risiken, die sich aus der Compliance-Arbeit, je nach Zuschnitt der Compliance-Arbeit, ergeben. Das können dann sein Geldwäsche-Themen, das kann Risiken aus Finanzsanktionen sein, die dann eben auch gegenständlich in der Compliance eben bearbeitet werden, beziehungsweise auch dort aus einer Second-Line-Perspektive angeschaut werden. Gleiches gilt natürlich, wie zuvor genannt, für die IT-Risiken. Da kommt es natürlich ein Stück weit auf den Zuschnitt an, wie das im Unternehmen sozusagen die Zuständigkeiten eben getroffen worden sind. Vielleicht auch mal an Sie die Frage, wie überwachen Sie als Compliance Officer ganz konkret Non-Financial Risks? Nun, wir haben ja auch ein Free-Line-of-Defense-Modell. Das heißt also, das ist ja auch sozusagen eine Parallele zur Bank an der Stelle. Die ist ja auch letztendlich so orientiert. Also wir haben eine dezidierte aus der Second-Line heraus eine Risikoanalyse, um diese Risiken eben entsprechend aufzunehmen.
zu decken, sie zu bewerten mit einer nachgelagerten Risikokontrolle. Das ist ja auch natürlich ein regulatorischer Anspruch, den wir machen müssen. Wir schalten dazu auch noch eine Relevanzanalyse davor, das heißt also einen breiteren Blick, um eventuelle Flecken zu erkennen, die wir noch nicht sozusagen in unserem Compliance-Programm aufgenommen haben. Dann führen wir das natürlich dann entsprechend in die Compliance-Programme und bewerten das. Letztendlich ist das Managen der Risiken Aufgabe der ersten Verteidigungslinie. Natürlich bleibt auch was in der zweiten Verteidigungslinie übrig und wir übernehmen natürlich eine starke Überwachungsfunktion, die wir dort haben. Das meiste oder bei nicht finanziellen Risiken läuft man meistens Gefahr, dass man an Schnittstellen etwa Risiken verliert, die auf Grundlage von unklaren Verantwortlichkeiten vielleicht nicht entdeckt werden. Deswegen haben wir zum einen Schnittstellenpapiere mit allen wesentlichen Group-Funktionen, um dann halt sozusagen auch klar zu sehen, wo die Verantwortlichkeiten sind für das Managen der Risiken dann entsprechend auch. Und was wir auch noch haben, ist, dass wir eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit unserem Risikomanagement pflegen. Also das heißt also auch hier die Risikomethodik immer mehr angleichen, sodass wir auch eine einheitliche Berichterstattung in Richtung Vorstand haben, dass halt zur Beurteilung dieser Risiken entsprechend hier eine Transparenz besteht. Ja, vielleicht, die Tagung richtet sich ja an alle Finanzdienstleister. Herr Schröder, Sie kommen jetzt aus einem Versicherungsunternehmen, deswegen vielleicht die Frage an Sie. Was denken Sie, macht es bezüglich nicht finanzieller Risiken einen Unterschied, ob Sie für die Compliance-Funktion in einer Versicherung oder in einer Bank verantwortlich wären? Also lassen Sie mich so antworten, strukturell, also meine persönliche Meinung, strukturell eher weniger. Natürlich ist der Risikozuschnitt von der Versicherung und der Bank ein Stück weit anders. Aber grundsätzlich haben wir auch aus der Regulation heraus sehr ähnliche Organisationen. Das heißt, das Free Line of Defense Modell, die Schlüsselfunktionen, die sich um solche Risiken entsprechend kümmern. Und deswegen denke ich, dass es in der Arbeit keinen großen Unterschied macht. Natürlich, das Risikomodell unterscheidet sich ein Stück weit, aber auch in der Bank gibt es entsprechende Compliance-Risiken, verhaltensbezogene Risiken, Risiken, die sich mit dem Vertrieb auseinandersetzen, und insoweit ist das sehr ähnlich gelagert aus meiner Sicht heraus. Mhm. Vielen Dank für diese erste Einschätzung von Ihrer Seite. Dann würde ich gerne überleiten an Herrn Rohrmann. Er ist Leiter der Konzernrevision der Union Investment AG und damit Repräsentant der dritten Verteidigungslinie. Frage an Sie, inwieweit ist die Prüfung nicht finanzieller Risiken heute in der Revisionsarbeit angekommen? Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Professor Kruse, und vielen Dank, dass Sie in diesem Kontext auch an die dritte Verteidigungslinie, die interne Revision, gedacht haben. Ich würde ganz dreist einfach mal sagen, sie war schon immer da. Ja, die interne Revision war als zweite Funktion Gegenstand der Regulierung durch aufsichtsrechtliche Mindestanforderungen. Wir hatten ja 1995 die Mindestanforderungen an Handelsgeschäfte, 2000 kamen dann die Mindestanforderungen an die interne Revision. Und in diesen steht geschrieben bis zum heutigen Tag, auch nach der Überführung in die MA-Risk, dass die interne Revision die Wirksamkeit und Angemessenheit des Risikomanagementsystems und des internen Kontrollsystems zu überprüfen hat. Und in diesem Kontext Risikomanagement und Kontrollsystem haben wir uns eigentlich schon immer bewegt. Und ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit lag auf den operationellen Risiken. Also inwieweit ist das interne Kontrollsystem geeignet, Schäden, Fehler, die passieren können, im Unternehmenskontext zu verhindern und im Vorfeld möglicherweise auch präventiv zu vermeiden durch präventive Kontrollen. Ja, insofern würde ich sagen, dass das kein neues Thema für uns ist. Die Akzente verändern sich natürlich und wir beobachten, dass die zweite Verteidigungslinie zunimmt. Ja, als die MA-Risk und die MAIR veröffentlicht wurden, hat man von der zweiten Verteidigungslinie noch gar nicht gesprochen. Die hat sich erst im Laufe der Jahre entwickelt und natürlich ist das Management der operationellen Risiken viel systematischer geworden, indem Vorgaben gemacht werden, sie strukturiert überwacht werden, und dann ändert sich unsere Prüfungstätigkeit in Nuancen, indem wir natürlich auch diese Systeme überwachen und prüfen. Aber im Kern, wie gesagt, haben wir das schon immer im Blick gehabt. Vielleicht auch an Sie die Frage, wir wollen es ja auch ganz praktisch machen.
Wie und was prüfen Sie ganz praktisch im Risikomanagement bezüglich Non-Financial Risks? Ja, also unsere Aufgabe ist, alle Aktivitäten und Prozesse innerhalb von 3 Jahren einmal zu prüfen. Und als Prüfungsobjekt haben wir da natürlich auch das Risikomanagement in seinen verschiedenen Ausprägungen. Und da würden wir natürlich prüfen, inwieweit sind Vorgaben gemacht worden. Wir würden uns den Risikoappetit anschauen, wir würden uns die Systeme anschauen und beurteilen, ob sie geeignet sind, eben gemäß der Risikostrategie operationellen Risiken, Non-Financial Risk, adäquat zu begegnen. Und dann haben wir das Thema natürlich auch in anderen Aspekten der zweiten Verteidigungslinie, beispielsweise beim Management von Informationssicherheitsrisiken, von Compliance-Risiken und natürlich dann auch in der ersten Verteidigungslinie, wo wir dann schauen, ist es umgesetzt, wenn wir in einem Prüfungsobjekt eben konkret prüfen, welche Vorgaben bestehen im Kontext der operativen Tätigkeit und sind dort die Vorgaben adäquat umgesetzt. Danke. Und jetzt auch für den ersten Abschnitt die letzte Frage an Sie. Ich glaube, eine ganz spannende Frage vor dem Hintergrund, was im Moment so in der Welt passiert. Inwieweit ist das Thema Non-Financial Risks aus Ihrer Sicht schon bei den Wirtschaftsprüfern angekommen? Ja, ich glaube, wir haben hier gerade in Deutschland, und ich kenne das auch noch aus Luxemburg, die Situation, dass der Abschlussprüfer im Rahmen der Prüfberichtsverordnung ja Vorgaben bekommen hat, um auch Non-Financial Risks zu prüfen. Konkret sind dabei zu nennen das Risikomanagementsystem an sich, das er prüfen und beurteilen muss. Er muss im Bereich Geldwäsche und Sanktionen prüfen und darüber berichten. Das Vergütungssystem beispielsweise spielt eine Rolle, aber auch die IT-Risiken. Letzteres, glaube ich, ist ein Feld, in dem der Abschlussprüfer, ich glaube, das ist nicht nur bei uns so, sondern bei vielen anderen auch immer wieder Findings hat, wenn er sich die Berechtigungen oder die generellen IT-Kontrollen anguckt. Ja, insofern haben wir in Deutschland, das kenne ich so mit Ausnahme von Luxemburg, aus anderen Ländern nicht schon immer die Verpflichtung gehabt, dass der Abschlussprüfer sich diese Themen auch anschaut, darüber berichtet. Und der Bericht geht ja dann auch auf die Aufsicht und wird da sehr sorgfältig gelesen. Dazu werden dann den Unternehmen Fragen gestellt. Und hier wird es wahrscheinlich maximal um eine Nuancierung gehen und andere Schwerpunktsetzungen perspektivisch in der Prüf-BV. Aber generell, denke ich, sind die Themen schon in Deutschland auf jeden Fall in der Abschlussprüfung angekommen. Ja, Herr Rohrmann, vielen Dank dazu. Ich sehe jetzt aus der Regie, dass wir die ersten Ergebnisse haben, der Zuschauer zu unserer Umfrage. Erstmal vielen Dank an die Zuhörer, dass sie dort mitgemacht hatten. Die Frage war ja, welche Teilrisikoart hat aus Ihrer Sicht die größte Bedeutung für Finanzdienstleister? Und wenn ich das sehe, ganz weit vorne sind die IT-Cyber-Risiken mit 60%. Dann kommen die traditionellen operationellen Risiken mit 15%. Dann haben wir mit 13% die Compliance-Risiken. Dann haben wir 8% Reputationsrisiken und an letzter Stelle die Rechtsrisiken mit 4%. Jetzt mal Frage an Sie drei, Hand auf Herz. Hätten Sie das Ergebnis so erwartet? Doch schon. Also natürlich sind die IT- und Cyberrisiken momentan in aller Munde und auch natürlich sehr präsent. Und das war ja auch schon in der Vorrede so, dass hier ja auch durch Fälle oder durch immerwährende mehr Angriffe hier eine entsprechende Sensibilisierung ist. Die Regulation nimmt in dem Bereich natürlich mehr zu, in der Versicherung durch die VIT beispielsweise. Und dass das natürlich jetzt präsent ist, das davon war doch durchaus auszugehen an der Stelle. Während natürlich die anderen Risiken, glaube ich, nicht weniger wichtig sind, aber da sieht man wahrscheinlich auch ein Stück weit die Systeme, die einen gewissen Reifegrad haben, die sich um diese Risiken kümmern, wie zum Beispiel Compliance-Risiken, entsprechend aus der Compliance-Abteilung, dass die jetzt sozusagen wahrscheinlich mehr unter Kontrolle sind und das halt eben an sich jetzt eben fokussiert auf IT-Risiken, um da halt entsprechende Antworten zu finden. Ja, IT-Risiken sind in aller Munde. Ich bin so ein Stück weit überrascht, dass die Reputationsrisiken doch so weit abfallen im Vergleich. Ich glaube, dass die Reputation gerade eines jeden Unternehmens mit das höchste Gut ist, aber generell würde ich die Reihenfolge durchaus teilen. Okay, gut.
Dann würde ich jetzt einfach mal so ein paar Zuschauerfragen auch einspielen, die Sie uns lieberweise, liebe Zuhörer, zugeschickt haben. Hier eine Frage an den Herrn Rohrmann. Inwieweit werden in Ihrem Haus Töchter und Beteiligungen auf sogenannte Step-in-Risks untersucht? Vielleicht Step-in-Risk, wo eben irgendwelche Risiken über die Töchter praktisch in ihr Mutterhaus eingetragen werden. Ja, also das Thema Step-in-Risiken kommt ja, glaube ich, aus Basel und der Regulierung und betrifft zunächst mal Banken. Ich denke mal, von der Thematik sind wir als Asset Manager, was die Regulierungsseite betrifft, mittelbar betroffen als Tochter im DZ-Bank-Konzern. Und natürlich hätte ich dieses Thema auch im Beteiligungsrisiko verortet. Ich würde es auch in das Auslagerungsrisiko mit reinnehmen. Ja, da sehe ich durchaus auch Step-in-Risiken und wir selber haben als Prüfungsobjekt eben auch die Beteiligung des Unternehmens und da schauen wir uns natürlich solche Risikothemen allerdings bislang nicht unter dem Label Step-in-Risiko an. Okay. Dann sehe ich hier eine Frage für den Herrn Kuchenmeister. Wie wirkt sich die Steuerung von Non-Financial Risks auf Ihr Geschäftsmodell, Ihr Sparkassen-Geschäftsmodell aus? Naja, ich glaube, dass es da auch in der Vergangenheit so war, dass, das habe ich ja vorher auch versucht zu erläutern, dass eine Sparkasse sehr stark die Non-Financial Risks im Blick haben muss. Weil eine Sparkasse in der öffentlichen Wahrnehmung doch noch was sehr Besonderes ist. Ich glaube, dass es schwierig ist, jetzt konkret eine Auswirkung von Non-Financial Risks in der Steuerung des Geschäftsmodells festzumachen. Ich würde aber immer behaupten, dass das Geschäftsmodell einer Sparkasse, was per se nachhaltig ist, die nicht finanziellen Risiken ganz besonders im Blick haben muss. Wir sind halt als Sparkasse in der Region, können uns der Region auch nicht entziehen und stehen eben auch durch die Trägerschaft in einem besonderen sozialen Fokus, was auch in Ordnung ist und mit dem müssen wir umgehen. Ich glaube, als Sparkasse ist es wichtig, sich die Frage zu stellen, was sind die Geschäfte, die man eben besser nicht macht und die man vielleicht dann eher macht, wenn man nicht die enge Verbindung zur Region und zu den Menschen hat. Das liegt aber sicherlich auch im überschaubaren Geschäftsmodell und der überschaubaren Größe. Wir sind eine Sparkasse mit 7 Milliarden Bilanzsumme. Das ist natürlich im Vergleich zu Union Investment und auch zur Ergo Group eher ein kleiner Player. Danke. Dann vielleicht mal eine grundsätzliche, eine konzeptionelle Frage. Man kann sicher das Thema Non-Financial Risk unterschiedlich angehen. Wir haben ja sehr viel über Risikokultur jetzt auch schon gesprochen, über weiche Faktoren. Man könnte natürlich auch eher formalistisch kommen mit klaren Regeln und weniger über die Kultur, so wie eher im angelsächsischen Bereich. Wie schätzen Sie das ein? Sehen Sie da den Weg, wie wir ihn machen, also mehr über die Risikokultur zu kommen oder eher über formale Regeln? Was halten Sie dafür besser? Vielleicht da mal Ihre Einschätzung. Darf ich? Ja. Also ich glaube, wir brauchen beides. Ja, wir brauchen das Vorleben vom Management. Ich glaube, die Vorbildfunktion ist da ganz wichtig. Es ist auch ganz wichtig, wie man mit Fehlern umgeht. Dass Fehler sind zunächst mal zulässig und passieren uns allen. Und entscheidend ist, wie Fehler aufgearbeitet werden, wie transparent das auch geschieht und dass dann auch adäquate Maßnahmen ergriffen werden. Und natürlich müssen die auch abgestuft sein, wenn Fehler häufiger passieren. Man muss sich die Vergütungssysteme anschauen, inwieweit die auch Verhalten beispielsweise reflektieren. Das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Und ich glaube, wir können uns auch, was das Messen betrifft, noch weiterentwickeln. Also wenn ich zum Beispiel Schadensfälle nehme, wenn ich Kundenreklamationen nehme, da mag es doch auch Ansätze geben, das Thema auch quantitativ zu betrachten. Insofern würde ich dafür plädieren, dass man einen gesunden Mix findet. Wovor ich warnen würde, ist, dass man jetzt ein weiteres System einführt, das letztlich so ein Potemkinsches Dorf aufbaut, ja, was losgelöst von den Prozessen und Systemen der Bank existiert oder des Asset Managers und vermeintlich aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllt, aber den Kern des Risikos dann nicht trifft.
Dankeschön. Ja, hier glaube ich eine wirklich auch ganz spannende Frage von unseren Zuhörern. Frage an Sie alle. Wie stufen Sie die sogenannten ESG-Risiken, also Nachhaltigkeitsrisiken, soziale Risiken und Governance-Risiken ein im Hinblick auf Non-Financial Risks? Haben Sie da auch eine Idee? Ja, also Nachhaltigkeit ist ein ganz großes Thema bei uns in der Produktpalette. Also wir stellen fest, dass die Nachfrage inzwischen auch von Privatkunden, früher war das ein Thema hauptsächlich von institutionellen Investoren, inzwischen ist es aber auch ein großes Thema in der Nachfrage, auch durch die Klimadiskussion von Privatkunden in der Anlageberatung. Perspektivisch wird es ja auch ein Thema eines jeden Anlageberatungsgespräches. Insofern ist Nachhaltigkeit bei uns im Asset-Management-Prozess ein ganz, ganz großes Thema, das natürlich auch mit Reputation verknüpft ist. Ja, denn wenn ich Produkte anbiete, die nachhaltig sind, dann muss das auch glaubwürdig sein und durch interne Prozesse und Kontrollen auch sichergestellt, dass das Produktversprechen jeweils eingehalten ist. Und dann habe ich das natürlich auf der anderen Seite auch auf der Unternehmensebene, dass ich selber diese Themen auch glaubhaft im Unternehmen umsetze. Das würde ich gerne ergänzen. Zum Beispiel aus der Treasury. Mhm. Wir versuchen natürlich schon bei uns gerade die Nachhaltigkeitsrisiken im Depot A bei den Eigenanlagen auch wirklich überschaubar zu halten. Die Deka ist an der Stelle natürlich unser geborener Partner und wir überprüfen natürlich sowieso jährlich, welche Anlagestrategie wir fahren, aber wir haben eben auch einen individuellen Nachhaltigkeitsfilter in Verwendung, welche unsere Anlagen dann auf Nachhaltigkeitssicht auch optimiert. Mhm, danke. Ich glaube, eine Frage aus dem Zuschauerkreis schaffen wir noch. Wie wichtig ist aus Ihrer Sicht eine ausführliche Prozessmodellierung zur Identifikation der Risiken? Weiß nicht, möchten Sie vielleicht? Ja, also ich denke, das ist sehr wichtig. Also ich glaube, man kann nur die nicht finanziellen Risiken richtig detektieren, wenn man das Geschäftsmodell A verstanden hat und auch detailliert drin ist und wenn man einen guten Überblick über die entsprechenden Prozesse hat. Also nur dann ist es auch möglich, sozusagen auch an Schnittstellen zwischen den Prozessen, Stichwort End-to-End-Verantwortung von Prozessen, dann die entsprechenden Risiken zu detektieren und auch nachher zu bewerten in einem Gesamtzusammenhang, auch wie sie sich dann eben, wie gesagt, wie vorhin schon gesagt, potenzieren mit Reputationsrisiken als Sekundärrisiko als Beispiel. Und deswegen ist es eine gute Übersicht über die Prozesslandschaft und über das Geschäftsmodell, glaube ich, essentiell, um hier eine gute Arbeit zu leisten. Ja, sehr geehrte Herren, erstmal vielen Dank für Ihre Ausführungen. Ich denke, wir haben nun einen ersten Eindruck darüber, wie in Instituten derzeit mit Non-Financial Risks umgegangen wird. Ich glaube, wir haben viel gehört über die Wichtigkeit einer Risikokultur. Wir haben gehört, dass man auch aus Fehlern lernen muss, dass man diese Dinge alle auch in den Unternehmen verankern muss. Sie haben gesagt, das Tone-of-the-Top-Prinzip, dass es wirklich von oben vorgelebt werden muss. Ich denke, das soll als erste Einführungsrunde danken. Vielen Dank. Und erlauben Sie mir nun, zu Mario Quaccarelli überzuleiten. Er ist Direktor für ökonomische Analysen und Statistiken bei der EBA. In seinem Vortrag wird er uns aus Sicht der EBA, also der European Banking Authority, darstellen, welche Auswirkungen die Covid-19-Pandemie auf Banken und Aufsicht hat. Zu Ihrer Information, wir haben das Gespräch vorher aufgezeichnet. Good morning, everybody. First of all, let me thank the Deutsche Bundesbank for inviting me to this conference. And I apologize for not being there in person, but traveling is not so easy these days. What I will try to do is to present some preliminary findings and assessment of the impact of COVID-19 on banks and which are the possible repercussions for supervision. So let me move to the first slide with a quick summary of the macroeconomic conditions. I mean, you know that once the pandemic started spreading across Europe and some governments started ordering lockdowns, there was a huge economic impact. And this was reflected in the strong deterioration in business confidence. The forecast for GDP are bad,
The expectation is a further deterioration of the economic activity, but at the same time, data show some first signs of recovery. Of course, this is all very much linked to what is going to happen in terms of second waves the new possible lockdowns or other measures in different jurisdictions. In terms of the sectors affected, of course, there are some sectors which will be less affected than others, like pharmaceutical. On the other hand, there are some which have been heavily impacted by COVID, for instance, tourism, transport, and so on. And as a result, there was also clear consequences in terms of the financial markets, with stock indices plummeting and remaining still low, notwithstanding some recovery lately. And this has been also quite evident for the banking sector, in which in the US and Europe, banks' valuation fell significantly since the outbreak of the virus. I think on the positive side, I think this crisis has been a good test for the post-Great Financial Crisis reforms. And indeed, banks entered the crisis in a much better condition. Liquidity buffers were very, very strong, with LCR at around 150% in December 2019. Also, the overall funding profiles were good, thanks to increased reliance on customer deposits, and also because banks managed to front-load the funding needs in the first part of 2020, before the outbreak of the crisis. Also, in terms of capital, banks entered the crisis with still very robust capital levels. The CET1 ratio was around 15% in December, and just as a comparison, even though the definition was not fully the same, it was 9% in 2009, so a big difference. And this is also reflected in the leverage ratio, so also in this case was 5.5%, well above the 3% monitoring metrics. Also, in terms of asset quality, the NPL ratio was much lower than in 2014. It more than halved since then to 3.1%. But of course, in some jurisdictions, it remained above the pre-Great Financial Crisis levels. On the concerns from our perspective, it was profitability. Since profitability never recovered since the Great Financial Crisis, and as the result, for many banks, the return on equity is not enough for covering the cost of equity. It was in December 2019, 6%, and I will show you in a little while that it deteriorated further as the result of the crisis. Now, once the crisis erupted, there was, I think, a very strong, quick and coordinated response by all the competent authorities, supervisors, but also other policymakers. From the EBA side, there was, first of all, an immediate perception that was important to give operational relief to the banks. So what we did was to postpone the 2020 stress test and also give some leeway to banks in terms of remittance dates for supervisory reporting. And at the same time, we recommended the supervisors to be flexible and pragmatic in the SREP for this year and the recovery planning. More importantly, there was a general message coming from the EBA and all the other authorities to banks to use the capital buffers and the liquidity buffers available to support the economy. And also, we try to be as helpful as possible for making banks use the support measures like moratoria and public guarantees. And with our guidelines, I think we made very clear that there is no automatic reclassification of the customers if they are subject to a moratoria, to the extent these moratoria have some specific characteristics. So they should be public or industry-wide. And I think this was quite important because it was a key element of the overall coordinated response of all the authorities. At the same time, we also recommended banks to be
aware that it is important to keep the risk metrics untouched. So we wanted them to keep looking at credit quality and keep assessing the customers unlikely to pay. So it was a message very clear in terms of not having any automatic reclassification, but at the same time, case-by-case assessment of the customer's situation. And finally, it was clear that all the capital relief measures were targeting one specific goal, which was allowing banks to support the economy. This is why a sort of corollary of these measures, there was the recommendation to be very prudent in dividend policies. And actually, many authorities decided to ban dividend distribution and also remuneration, variable remuneration, as the result of the crisis in order to keep capital in the banking sector. So moving quickly to a couple of numbers in terms of the impact of the measures here, again, just let me first summarize what the authorities decided to do in terms of the capital related measures. As I mentioned already, there was a general message that buffers are there to be used, but also there were more specific measures. First of all, several macroprudential authorities decided to reduce the macroprudential buffers, especially the countercyclical buffer. There was also authorities allowing Pillar 2 requirement to be covered with instruments other than CET1, and also the possibility for banks to operate temporarily below P2G, the Pillar 2 guidance. And as I said, in addition, banks were required to keep capital in the bank and not distribute dividends. As the result, I think is very relevant, you can see that for the banking sector, the management buffer, which is the level of capital that banks are holding above the minimum requirements, all the buffers and P2G moved from 300 basis points in December 2019 to 500 basis points. So a significant amount of capital cushion to be used for absorbing losses, for, let's say, allowing risk-weighted assets to expand, and providing credit to the economy. And I think it is interesting to look at how this capital availability interacts with the expected risks coming from the crisis. Now, clearly, there are some facts which are very important for understanding the possible impact of the crisis, which is first, banks, especially in the last few years, given the low interest rate environment, moved some exposures towards riskier assets like SMEs and consumer lending. And also that almost 60% of EU banks' exposures towards non-financial corporations is in sectors which are very much affected by the pandemics, like accommodation, food services, manufacturing, electricity, and transport. So with these two elements, we try to assess in a forward-looking fashion the possible credit risk losses coming from the crisis. Now, it is important to have a word of caution because we didn't run a stress test and what we ran was just a sensitivity analysis. So it is subject to some quite specific assumptions, which also means that there is a confidence interval around our estimates. So we don't have the ambition of being accurate, but I think it is good for getting at least the envelope of the flavor of the possible impact on banks. And actually, we decided to have three different kind of sensitivities. The first one was just applying the same stress we had in the 2018 EU-wide stress test to different starting points, which were the 2019 starting points. In the second sensitivity, on the top of it, we also added one additional shock for those sectors more affected by the crisis. And in the last one, sensitivity three, we also added an additional element of shock, basically linked to the country-specific situation. So some countries were heavily affected by the pandemic, especially at the beginning, less than others, and this is reflected in the sensitivity. And you can see that the impact of the three sensitivities is
is diverse because it ranges between 233 basis points for sensitivity 1 to 380 basis points for sensitivity 3. And within each of the sensitivities, there is also a bank-by-bank dispersion. But I think this compares well, and I move into the next slide, with the capital available. Here, I think this chart is interesting because it shows the waterfall of the capital existing at the beginning of the crisis, the impact of the capital relief measures on the capital side, but also on the overall capital requirement, and compares these numbers with the possible credit risk losses. And here, I think what is important to look at is that if you remember the management buffer available after the capital relief measures, it was around 500 basis points, including the possibility of using P2G. And this compares to the around 400 basis points of credit risk losses, which basically means that, again, in our sensitivities, so with all the limitations I've mentioned, banks would still remain with 100 basis points of capital available for expanding credit and providing support to the economy. On the other hand, and I think this is a key element, this analysis is aggregate, so we are looking at averages, and we know that there are some banks with idiosyncratic problems, and sometimes with idiosyncratic problems which were there already before the start of the crisis. And in some cases, these are also the very banks in which the capital relief measures are less effective, because those banks were the ones with little buffers to be released. For these reasons, it is still very important for the supervisors to look at idiosyncratic problems and address them early enough for avoiding that they can turn into more structural systematic issues. I also would like to give you a quick preview of the Q2 2020 results. This is still preliminary data coming from supervisory reporting. They've been released a few days ago, so take them as preliminary figures. But I think it's interesting what they show. So one is that on the CET1 ratio, it remained basically stable since December 2019. There was a decline in the first quarter of 2020, which was the result of various factors, including the fact that some banks allowed the corporate sector to use the credit lines. So this led to the expansion of the risk-weighted assets. Then there was a recovery in the second quarter, which to some extent is positive, because this means the CET1 ratio is still at the pre-crisis levels for the time being, but also shows that banks are very reluctant to use the buffers, which is one of the main issues we are currently discussing. I mean, there is a clear counter-cyclical element in the regulation. Authorities were, brave enough or convinced enough for using this flexibility and to allow banks to use the buffers, but banks seem reluctant to actually use the buffers and see the CET1 ratio going down. And the other element is, which again can be read in different ways, is the fact that the NPL ratio remained also stable at around 3%, with the amount of NPLs also stable. And here, once again, on the one hand, one of the possible reasons is that Q2 is still too early for seeing the impact on asset quality of the crisis. But there could be, and to some extent, some sort of benefit from the moratoria is there. So we're expecting that the temporary issues were not coming in this picture because of moratoria. But at the same time, as I mentioned, it was important for banks to keep assessing the unlikely to pay. So the fact that the NPL ratio remains stable can also be a signal that banks are delaying the recognition of credit risk. I would say most likely the value of the indicator is reflecting these different factors. Also because if you look at the forbearance ratio, instead it increased, which also can show a first deterioration of asset quality. On profitability, I think here is where you can really see the impact of the crisis immediately, because on the one hand, there was a strong increase in the cost of risk, which almost doubled compared to Q4 2019.
even if with a lot of dispersion across banks, which also led to a drop of the return on equity from about 6% in Q4 to 0.5 in Q2 2020. So a big drop, and basically profitability heavily affected by the crisis, notwithstanding the starting points, which were already not particularly good. So let me conclude with just a few final thoughts in this slide. So I think on the positive side, I think it is a fact that banks entered this crisis with stronger capital positions, robust liquidity buffers, and this, I think, is the confirmation that implementing loyally the global standards was positive, and banks could react to the crisis being in a much better position than they were at the start of the great financial crisis. At the same time, profitability was weak, and it remained weak for many years, not being able to cover the cost of equity. And the NPL ratio, there was, I think, a big effort from the banking sector to reduce the volume of NPLs, but still in some jurisdictions it remained relatively high. Asset quality is expected to deteriorate further as the result of the crisis. I think also the reaction of the supervisors and policymakers was very quick, was well coordinated, and the possibility for banks to get immediately capital relief, liquidity relief, and also operational relief was very positive. As I said, several measures adopted by the different jurisdictions for dealing with short-term liquidity problems of banks' customers, but still, despite the public guarantees and despite the public moratoria, asset quality is expected to deteriorate. Capital levels are a good cushion for covering credit risk losses, but of course the final assessment on whether capital is enough will depend very much on how the crisis evolves. And in addition, there are some banks which entered the crisis with lower capital levels and higher NPLs. So these are probably the banks requiring more attention. There were already before the crisis some more long-term challenges, like low profitability in the low interest rate environment, business models not always fully sustainable, and overcapacity in the banking sector. So all these elements of weaknesses are still there, and are likely to be further accentuated by the crisis. So of course this is an area on which there is a need for restructuring, if needed, the resolution, M&As, and also the orderly exit of some banks. At the same time, I think the crisis is a good chance for banks to organize themselves, to leverage more on innovation, on technology. They have proved to be able to move quickly to a more, IT online way of working. I think this is something we should take with us once the crisis is over, and can be also a good trigger for the review of banks business models. I will stop here, and I want to thank you for your attention. So thank you very much, Mario. I heard that you're participating also in the live stream. It was a really nice presentation. Thank you very much for that. I totally share your point that we will have a long-term challenge for all the banks and financial institutions, and that we have to work on that at least for several years. Stay safe and healthy in Paris. Thanks a lot for sharing your views here in our conference. Nun.
gehen wir wieder über und werden mit Florian Ramsberger weitermachen. Explizit geht es jetzt darum, dass wir uns ein bisschen unterhalten wollen zum Thema Datenqualität. Florian Ramsberger seit 2011 Prüfer und auch Prüfungsleiter in unserer Hauptverwaltung hier in Hessen in Frankfurt. Und seine Schwerpunkte sind eben operationelles Risiko und Datenqualität. Schön, dass du da bist, Florian. Und lass uns gleich mal einsteigen zu unserem Thema, wie wir mit Datenqualitätsverbesserung die Prävention von Non-Financial Risk vornehmen können. Ganz praktische Frage, wie sieht es aus deiner Sicht denn aus? Wie können wir mit einem konkreten Beispiel mal zeigen, dass verbesserte, gute Datenqualität auch hilft, Non-Financial Risk, nicht finanzielle Risiken entsprechend auch vorzubeugen? Ja, erstmal vielen Dank für die Gelegenheit, hier auch meine Gedanken vorzutragen. Ich denke, dass ein zentrales Datenqualitätsmanagement und auch ein im internen Kontrollsystem verankertes Datenqualitätskontrollsystem ganz wesentlich ist, um das Eintreten eines Obrisk-Schadensfalls zu verhindern, zu vermeiden. Ja. Das ist, glaube ich, eines der zentralen Maßnahmen, das Institute ergreifen sollten, um eben dieses Risiko reduzieren zu können. Und das im ganz praktischen Beispiel mal zu erklären. Wir haben häufiger gesehen, die Fallkonstellation, dass ein einfacher Zahlendreher bei der Eingabe in ein System, das dann auch zu einer Auszahlung führt, eben durch eine manuelle Kontrolle hätte überprüft werden sollen. Dies wurde nicht getan, auch nicht nachgehalten. Derjenige, der die Daten eingegeben hat, hat sie auch freigegeben. Und so kam es eben dazu, dass eben ein solcher Obrisk-Schadensfall eingetreten ist. Wir alle kennen das vom Online-Banking. Wenn wir da eine Zahlung tätigen, müssen wir auch aufpassen, dass wir den richtigen Zahlen eingeben, sonst kommt eben am anderen Ende ein anderer Betrag raus. So. Und wenn man sich das anschaut, dann ist es für mich einfach zentral, dass Institute auch versuchen, die Datenqualitätskontrolle, die Kontrollgüte über automatisierte, technisch verankerte Kontrollen zu verbessern. In Einzelfällen haben wir das schon gesehen, dass es da systemseitig gar nicht möglich ist, eine Zahlung freizugeben, ohne dass eine andere Person die Daten überprüft und freigegeben hat. Es ist darüber hinaus auch manchmal auch so, dass systemseitig bei bestimmten Betragsgrenzen, die überschritten werden, eine Zahlung nicht rausgehen kann. Und das sind beispielsweise Indizien dafür, dass eine hohe Datenqualität und Datenqualitätskontrollen sehr stark dazu beitragen, dass ein Risiko eben nicht schlagend werden kann. Ein weiteres Beispiel ist eine IT-Fehlkonfiguration, die dazu geführt hat, dass Doppelzahlungen rausgingen über ein Zahlungsverkehrssystem. Und hier ist es auch einfach ein zentrales Element, dass man eben bei Konfigurationen einem IT-System diese nochmal ordentlich testet und auch nochmal festlegt, wie die Ergebnisse dann auch von der Qualität her aussehen sollen, von der Genauigkeit der Daten, die dann eben auch herauskommen soll, bevor man so etwas dann eben ja, live schaltet und so etwas in Doppelzahlungen mündet, die in diesem Fall einen sehr, sehr hohen Betrag ergeben haben. Und das Institut hat große Probleme, diese Zahlungen wieder reinzuholen. Du hast jetzt einzelne Beispiele schon mal angesprochen, also sehr spannende Erfahrungen. Wenn du jetzt ein bisschen breiter blickst auf den deutschen Finanz- und Bankenmarkt in genereller Art, ist das Thema gute Datenqualität, ist das schon im Mainstream angekommen bei den Banken? Oder sind wir da in Deutschland noch, vielleicht auch im Vergleich zur europäischen Landschaft, eher am Anfang der Entwicklungskette? Also ich glaube, wir sind im europäischen Vergleich nicht wirklich schlechter als die anderen. Wir stehen auch nicht am Anfang, es ist aber auch noch kein Mainstream-Thema, also weder noch. Datenqualität hat in Banken schon immer eine große Rolle gespielt und Datenqualität wird auch in einzelnen Einheiten innerhalb eines Institutes sehr ernst genommen. In einzelnen Systemen sind da sehr gute Mechanismen etabliert, um eine Datenqualität sicherzustellen. Die Herausforderung, vor die sich vor allem auch größere Institute, aber auch kleinere, gestellt sehen, ist eben die Datenqualität über den kompletten Datenfluss end-to-end, von vorne bis hinten sicherzustellen. Und das ist die große Problematik, die große Herausforderung, auf die auch die Anforderungen aus BCBS 239 explizit abzielen. BCBS 239 verlangt deswegen ja nicht umsonst Leistungsvereinbarungen sowohl für die internen als auch für die ausgelagerten Prozesse.
eine Leistungsvereinbarung eines datenzuliefernden Bereiches an den datenabnehmenden Bereich. Der datenabnehmende Bereich, zum Beispiel Risikocontrolling, muss klar spezifizieren, wie die Datenqualität hinsichtlich der Genauigkeit, der Vollständigkeit und auch der Aktualität der Daten auszusehen hat. Und der datenzuliefernde Bereich hat diese dann auch einzuhalten. Das ist zum Beispiel eine Anforderung aus BCBS 239 aus den Erfahrungen heraus, die man gemacht hat. Ich würde auch gerne nochmal auf einen weiteren wichtigen Punkt hier eingehen. Das ist eben die Aufbauorganisation, ein zentrales Datenqualitätsmanagement und auch eine Einheit, die so etwas verantwortet, ist im Prinzip in den BCBS 239 Principles Grundsatz 1 auch ein wesentliches Element, um Daten, um Risiken, die aus einer schlechten Datenqualität entstehen, entgegenzuwirken. Eine zentrale Einheit, die die Vorgaben erlässt, eine zentrale Einheit, die auch die Datenqualität validiert, überprüft und dadurch auch Verbesserungsprozesse anstößt. Ich sehe eine Anzahl der Fragen, die reinkommen, dass das Schlagwort BCBS 239 gewisse allergische Reaktionen in der Industrie draußen noch auslöst. Eine Frage, ganz konkrete Frage, die reingekommen ist, dass BCBS 239 natürlich signifikante Institute betreffen. Gibt es sowas Vergleichbares auch für den Großteil, was in Deutschland als Institute da sind, für LSIs, beispielsweise über die MA-RISC? Ja, ich glaube, da müssen wir tatsächlich über die MA-RISC gehen und da auch reinschauen. Dazu zuvorderst die Anforderungen aus AT 4.3.4 hinsichtlich eines Datenqualitätsmanagements und auch hinsichtlich einer Risikodatenaggregation. Da ist es sicher wichtig, dass sich das erstmal an systemrelevante Institute richtet. Darüber hinaus gibt es allerdings auch die Anforderungen des BT 3.1 MA-RISC, der sich an alle Institute richtet. Und der auch ganz klar vorgibt, dass sich Risikoberichte, die Daten, die da reingehen, aktuell sein müssen, vollständig und auch genau sein müssen. Das heißt im Prinzip, dass auch bei kleineren Instituten es wichtig ist, dass die Datenqualität gegeben ist. So. Natürlich ist das dann eben nicht im gleichen Umfang einzuhalten, wie das in den Anforderungen aus AT 4.3.4 rauszulesen ist. Man wird von einem kleinen Institut nicht verlangen, dass sie Leistungsvereinbarungen zwischen einem datenliefernden und datenabnehmenden Bereich festlegt. Man wird von einem kleinen Institut auch nicht unbedingt verlangen, wie es im Grundsatz 3 auch drin steht, dass ein Datenabgleich der Risikodaten unter anderem mit Rechnungslegungsdaten gefordert wird. Aber man verlangt auch von einem kleinen Institut, dass sie angemessene Datenqualitätskontrollen einführen und auch durchführen und diese auch nachhalten können und dadurch sicherstellen, dass die Daten in den Berichten richtig sind. Darüber hinaus möchte ich noch erwähnen, dass die Anforderungen aus den Grundsätzen 7 bis 11 des BCBS-Papiers im Prinzip auch Anforderungen sind, die wir so oder so ähnlich auch in MA-RISC finden und auch schon vor einem BCBS-Papier und deren Umsetzung auch schon gefordert haben, dass die Risikoberichte in aussagefähiger Weise verfasst werden, dass Handlungsempfehlungen drinstehen sollten und auch zukunftsorientierte Risikoeinschätzungen vorhanden sein sollten, ist etwas, glaube ich, das wir auch schon so gefordert haben. Ja. Also was das anbetrifft, sind auch die kleinen Institute sicher hier auch gefordert. Ja. Okay, vielen Dank. Da kommt gleich der nächste anonym gestellte Fragenblock dann rein. Aus deiner Erfahrung, wie schwerwiegend waren denn bis dato entsprechende Findings? Ich schätze mal, das geht zielt ab in F1 bis F4er Welten. Wie schwerwiegend waren denn die Findings, die in dem Bereich bei weniger signifikanten Instituten so verteilt worden sind? Also man muss auch hier erstmal sehen, wie schwerwiegend der Sachverhalt ist, der dahinter steht, logischerweise. Da haben wir natürlich auch eine breite Bandbreite von F1 bis F3, im zweiten Fall auch mal ein F4-Finding, wobei man da sagen muss, da müsste im Risikoberichtswesen schon sehr viel in den Berichten auch falsch laufen, dass zum Beispiel die Daten aus mehreren Monaten gleichbleibend drin bleiben, ohne dass man eben sieht, dass die Daten aktualisiert wurden, also wirklich veraltet sind über einen gewissen Zeitraum, also systematische Probleme auftreten. Ja, normalerweise handelt es sich eher um Einzelfallgestaltungen,
und eben nicht um systematische Problematiken. Und dann reden wir eher über einen Bereich von einem F1, F2, wenn es dann auch mal in eine Fallgestaltung geht, wo die Daten nicht richtig aggregiert werden und Produktarten ausgelassen werden über den Datenflussprozess, dann reden wir dann auch wahrscheinlich schon wieder über eine F3-Feststellung. Auch bei kleineren Instituten, wenn die Daten systematisch von Monat zu Monat nicht sauber aggregiert werden, dann hat man auch ein, denke ich, größeres Problem und ein größeres Risiko in dem Institut vorliegen. Absolut, ja. Ein weiterer Punkt, den wir da haben, ausgehend wieder auch von der aufsichtsrechtlichen Prüfungspraxis, wo du schon längere Zeit jetzt unterwegs bist, die Frage, in welchen Bereichen du explizit schon signifikante Verbesserungen in der Datenqualität gesehen hast. Beispielsweise hat ja die EZB kürzlich einen Bericht auch dann zur Risikotragfähigkeit für interne Risikodaten veröffentlicht. Ist das so der Punkt, wo am meisten investiert wird, oder siehst du auch noch andere Bereiche? Also es ist definitiv so, dass die Datenqualität eines der wesentlichen Problemfelder ist, auch in der Aufsicht. Ich meine, dieser ECB-Report und ICAP Practices zeigt es ja auch ziemlich eindrücklich als eines der drei wesentlichen Problemfelder. Ich glaube, dass es ganz zentral ist und dass Banken auch daran arbeiten, sowohl größere als auch kleinere Institute, einen zentralen Datenhaushalt zu haben, in dem man die Risikodaten dann auch vorhält. Im Englischen gibt es ja die Begriffe Golden Source und Single Source of Truth. Und ich glaube, der Begriff Single Source of Truth, der sagt schon viel aus. Ja. Die Daten, die in diesem Haushalt sind, sind dann auch die Daten, die wirklich korrekt, vollständig und aktuell sein sollen. Ja. Und wenn man diese Daten in einem Haushalt drin hat, dann hat man auch, wenn man sich jetzt gerade wieder nicht finanzielle Risiken anschaut, einen riesen Vorteil. Denn dann hat man die Schadensfälle in einem Datenhaushalt. Man hat die Risikoindikatoren als Frühwarnsignale, als Frühwarnindikatoren in diesem Datenhaushalt. Man hat aber auch die zukunftsorientierte Sicht, die man über die Szenarioschätzungen abgreifen muss. Also was könnte mir passieren? Ja, was ist zwar noch nicht eingetreten, aber was könnte mir passieren? Auch in einem Datenhaushalt. Und das mit einem Workflow versehen und mit den Zugriffsrechten versehen in einem Datenhaushalt ist ein Quantensprung im Risikomanagement, und wir haben das auch schon vereinzelt gesehen, dass Banken es auch geschafft haben, gerade für operationelle Risiken, dass die Schadensfälle in diesem System erzeugt werden, also erfasst werden, dort dann auch qualitätsgesichert werden und dort dann auch verwendet werden können am Ende für das Risikoberichtswesen. Okay. Also konkrete Maßnahmen, so wie du das ausgeführt hast, dass wir hier eine einzelne Quelle oder einzigartige Quelle für Daten dann bekommen. Du hast es angesprochen, vereinzelt gesehen. Mir ist bekannt, dass du vorwiegend auch bei größeren Kreditinstituten unterwegs bist. Wenn man mal in die Landschaft auch mal reinschaut, in Sparkassen, Genossenschaftsbanken, siehst du da schon entsprechende Trends, vielleicht auch über Verbundlösungen? Ist da was schon offensichtlich? Also es gibt sicher auch da Bestrebungen über zentrale Anwendungen zu gehen, ja, über Kernbankanwendungen und dort auch die Anzahl der Anwendungen zu reduzieren. Ja. Bei kleineren Instituten ist aber auch über größeren Instituten das Problem, wenn das über verschiedene Schnittstellen hinweg geht, wenn also im Prinzip dann auch nochmal Excel-Lösungen verwendet werden oder auch andere Schnittstellen verwendet werden und diese dann eben nochmal zusammengeführt werden müssen, gibt es auch durchaus da die Problematik, dass dann an diesen Schnittstellen gewisse Datenqualität verloren geht. Was hinzukommt bei Obrisk, bei nicht finanziellen Risiken, ist, dass man da ja bei verschiedene Risikokategorien spricht, die damit reingehen. Es ist ja nicht nur die traditionelle Obrisk-Art der Prozessrisiken, sondern es gibt ja auch dann die Compliance-Risiken, die Rechtsrisiken, die IT-Risiken und Auslagerungsrisiken und so weiter, die damit reinspielen. Und da muss man also auch noch über verschiedene Einheiten hinweg und deren Systeme hinweg auch darauf achten, dass da die Daten sauber reingehen. Das ist, glaube ich, eine Herausforderung sowohl für kleinere Institute als auch für größere Institute. Okay.
Auch wie ein weiterer Bericht oder weiterer Report der EZB kürzlich zu IT-Risiken in genereller Art, ist auch mal eine Umfrage bei den signifikanten Instituten für eben diese IDV-Anwendungen, die bis zu mehreren tausend in Institutsgruppen vorhanden sind. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein wertvoller Punkt, den man mitnehmen kann, dass diese Anwendungen stark dafür arbeiten, die Datenqualität nach unten zu ziehen. Eine Abschaffung in dem Zusammenhang natürlich dafür eher in Richtung höherer Datenqualität dann führt. Konkrete Frage auch noch aus den Teilnehmern. Vielen Dank, dass Sie sich so tatkräftig hier beteiligen. Wie intensiv ist denn zu dem Thema Datenqualität die Abstimmung zwischen den verschiedenen nationalen Aufsichtsbehörden, generell vielleicht auch für Non-Financial Risk, wie intensiv ist der Austausch? Vielleicht kannst du da aus der Aufsichtspraxis noch ein bisschen berichten, wie ihr euch vielleicht mit anderen nationalen Aufsichtsbehörden denn abstimmt. Also ich kann gerade da, denke ich, ganz gut berichten. In den letzten Jahren gab es da von der EZB dann auch veranstaltete Workshops, in denen man auch dezidiert die Anforderungen aus BCPS 239 genommen hat und geschaut hat, wie können wir das jetzt in einen Anforderungskatalog auch gießen, den wir über eine NCA hinaus für alle eben erstmal fordern, wenn wir in ein Institut reingehen. Was sind die Prüfkriterien, die wir anlegen können für BCBS 239? Da gab es intensive Gespräche, intensive Workshops, da gab es Drafting-Teams, die sich daran beteiligt haben. Genauso jetzt gibt es in dem Zuge auch ein Workshop, gerade auch, in dem sich gerade die operationellen Risiken anschaut. Weil die operationellen Risiken werden in Zukunft auch stärker in Säule 2 wieder eine Rolle spielen, weil durch den Wegfall des AMA-Modells und des neuen Standardansatzes wird sich das Ganze etwas stärker dann auch im Hinsicht der Prüfungsaktivitäten auf Säule 2 verlagern. Und da gilt es dann eben auch über die NCEs hinweg einen klaren Anforderungskatalog zu erstellen, worauf die Prüfer zu achten haben, wenn sie rausgehen. Um eben Vergleichbarkeit und auch Proportionalität bestmöglich dann umzusetzen. Genau, Vergleichbarkeit, Proportionalität und eben auch in gewisser Weise auch den roten Faden, den man abprüfen muss, wieder sicherzustellen. Okay, super. Vielen herzlichen Dank, Florian, für die sehr spannenden, sehr informative Einblicke in den tagtäglichen Arbeitsalltag, wenn ich so formulieren darf. Eng mit dem Thema verbunden, Datenqualität ist auch das, was wir jetzt gleich vorbereiten werden, noch ein Panel zum Umgang mit den entsprechenden IT-Risiken. Davor, bevor wir in dem Panel starten, brauche ich nochmal Ihre Unterstützung, brauchen wir hier in Frankfurt nochmal Ihre Unterstützung in Form einer Umfrage. Eben bevor wir mit den drei hochkarätigen Teilnehmern des Panels starten, es geht explizit darum, was aus Ihrer Sicht im Fokus der IT-Risiken die größte Gefährdung ist. Dazu sehen Sie normalerweise unten unter Ihrem Bildschirm eine Umfrage jetzt eingeblendet, und zwar welches IT-Risiko stellt aus Ihrer Sicht die größte Gefahr dar? Erstens veraltete Systeme, mangelndes Know-how zur Informationssicherheit, mangelndes Know-how zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen und die letzte Auswahlmöglichkeit, unzureichende IT-Sicherheitsprozesse im Unternehmen. Wir sind also sehr gespannt darauf, was die Umfrage mitbringen wird. Wir haben dann drei Vertreter von BSI aus der Industrie, aber auch aus der Aufsichtspraxis nochmal mit dabei und werden das dann im Anschluss diskutieren. Florian, vielen herzlichen Dank nochmal. War ein sehr schönes Interview. Vielen Dank. Danke auch.
So, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Freut mich, dass Sie alle noch dran sind und auch in der Umfrage tagkräftig mit unterstützt haben. Ich darf jetzt das Panel sehr herzlich begrüßen. Wir haben jetzt das Panel Umgang mit entsprechenden IT-Risiken mit drei hochkarätigen Teilnehmern. Zunächst mal zu meiner Linken darf ich Herrn Dr. Wolfgang Finkler begrüßen. Sehr schön, dass Sie heute den Weg von Bonn nach Frankfurt dann gefunden haben in Vertretung für den Kollegen Herrn Scharbüser. Herr Finkler ist Referatsleiter für verschiedene Kritis-Sektoren, explizit Finanz- und Versicherungswesen, IT und Telekommunikation sowie digitale Dienste vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Sehr schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Vielen Dank. Als Vertreter der Industrie darf ich sehr herzlich begrüßen Herrn Dr. Hans-Jürgen Plewan, Chief Information Officer der DK Bank. Herzlich willkommen auch hier in den Räumlichkeiten der Bundesbank. Vor seiner Tätigkeit in der DK Bank mehr wie 20 Jahre tätig in unterschiedlichen IT-Dienstleistern, unter anderem als Geschäftsführer der Finanzinformatik Solutions Plus in Frankfurt. Herzlich willkommen. Und last but not least, meinen wertgeschätzten Kollegen Jörg Breetz aus unserer Hauptverwaltung hier in Frankfurt, Hauptverwaltung Hessen. Kollege Breetz ist seit 2001 bankgeschäftlicher Prüfer und auch Prüfungsleiter in den vorwiegenden Themen. Ich glaube, man kennt ihn in den Bereichen der IT-Risiken. Und das Schöne ist, Herr Breetz war von 1990 bis 1993 auch Studierender an unserer Hochschule in Hachenburg. Also von dem her herzlich willkommen auch Herr Breetz an Sie und schön, dass Sie da sind. Gut, wollen wir unser Panel starten, Umgang mit den IT-Risiken. Ich wende mich gleich mal dem Kollegen des BSI, Herr Dr. Finkler, zu. Wie sieht denn aktuell die Gefahrenlage aus? Wie sieht es denn aus für unsere Finanzdienstleister, für unsere Banken im Kontext der IT- und Cyber-Risiken? Haben Sie ganz aktuelle Ergebnisse oder Einblicke für uns? Ja, es ist eine generelle Einschätzung natürlich. Sie alle wissen, Dienstleistungen in der Finanzbranche sind ohne eine sichere und funktionierende IT überhaupt nicht mehr zu erbringen. Aus unserer Erfahrung sind interne Schwachstellen, aber auch IT-Sicherheitsvorfälle und Attacken in der virtuellen Welt ein Fakt. Wir haben vielfältige Meldungen gesehen und auch Unterlagen erhalten aus Prüfungen. Die stärkere Vernetzung der Unternehmen schafft zusätzliche Einfallstore für Angreifer. Darüber hinaus kann auch die zunehmende Verkettung und Abhängigkeit der Institute zu systemischen Risiken der Branche führen. Insgesamt würden wir sagen, die Gefahrenlage ist hoch. Dann möchte ich gleich mal da auch setzen und ein bisschen spezifischer zu werden, was Sie denn aus dem Bereich, Herr Finkler, was Sie dann spezifische Faktoren sehen, die aus Sicht des BSI, das ja dann auch in Ihrem Referat sozusagen angesetzt mit den Kreditinstituten und Banken, was hier explizit für IT-Risiken stärker zur Beachtung aktuell ist und vielleicht auch in der Zukunft stärker zu beachten sein wird. Sehr gerne. Also ich möchte drei Nachrichten mitgeben, drei Elemente bevorzugt nennen. Zunächst, IT-Sicherheit muss unter die Verantwortung der Unternehmensführung verankert werden. Das heißt, die Position des Chief Information Security Officer, des Informationssicherheitsbeauftragten, muss inhaltlich und organisatorisch prominent angesiedelt sein. Das ist ein ganz wichtiges Element. Betrachtung, dass es sich nicht um ein Spezialthema in einem Department für IT handelt. Zweitens, die Digitalisierung muss sicher gestaltet werden, auch im schwierigen Wettbewerbsumfeld, auch dort, wo ein hohes Innovationstempo und Margendruck herrschen. Absicherung von Produkten und Unternehmensnetzwerken muss von vornherein mitgedacht werden. Und die Prinzipien, wir nennen sie Security by Default und Security by Design, müssen verinnerlicht werden. Das ist eine ganz wichtige Nachricht, auch in die Weiterentwicklung von Produkten. Drittens, wir sehen natürlich immer öfter Auslagerungsszenarien in der Finanzindustrie. Hier sind unbedingt vertraglich eingeforderte Umsetzungen der IT-Sicherheit bei den Auftragnehmern auch zu monitoren. Ja, das heißt, und daraus ergeben sich gegebenenfalls auch neue Konzentrationsrisiken durch Auslagerung auf eine vergleichsweise kleine Zahl an Dienstleistern. Dies behalten die Aufsichtsbehörden im Auge. Falls es zu einem Sicherheitsvorfall kommt, natürlich
ist es sehr relevant, dass der Vorfall oder die Störung zeitnah dem BSI gemeldet wird. Das BSI erstellt ja das Lagebild und kann auch gegebenenfalls Cybersicherheitswarnungen weiterverteilen an die Industrie. Das ist sehr relevant, dass da die Zusammenarbeit passiert, denn eine Kooperation zwischen BSI und der Wirtschaft ist ein zentraler Bestandteil für die Erhöhung der Widerstandsfähigkeit Deutschlands gegen Cybergefahren. Okay, vielen herzlichen Dank. Wollen wir zu Herrn Plebern gehen. Schön, dass Sie als Industrievertreter hier dabei sind. Ich hoffe, Sie fühlen sich nicht in die Enge genommen zwischen Bundesbank und BSI. In dem Zusammenhang würde mich persönlich interessieren, was so aus Ihrer Sicht so Faktoren für die Finanzwelt, für die Bank, für Ihr Institut selbst denn sind, die Sie zu beachten haben für IT-Risiken in dem Zusammenhang. Ja, danke für die Frage. Ich fühle mich unterstützt von den beiden Kollegen, ich würde es mal so ausdrücken. Faktoren für die Banken, für die Finanzindustrie sind es einige, klar. Ich würde mal drei hervorheben wollen. Der eine Faktor ist, ich glaube, Banken haben, die Finanzindustrie generell hat in den letzten Jahren viel investiert in die Beherrschung von IT-Risiken, in die Beherrschung von IT-Sicherheit, hat sich dabei natürlich auch gerne leiten lassen von den Vorgaben, von dem Rahmen, der durch die Aufsicht dort aufgestellt worden ist und hat dort, glaube ich, schon deutliche Fortschritte gemacht. Erster Faktor ist für mich, gerade mit Blick auf IT-Sicherheit, es geht ja bei IT-Risiken einerseits um eher klassische Risiken, in der Softwareentwicklung, im IT-Betrieb, Verfügbarkeit, Auslagerungen und so weiter. IT-Sicherheit ist natürlich ein Risikobereich, der sehr speziell ist, weil sozusagen ein uns unbekannter Dritter versucht, uns offensiv und direkt und explizit anzugreifen. Gerade dort in dem Bereich IT-Sicherheit ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass die Banken, dass wir in der Finanzindustrie nicht bei der Regulatorik stehen bleiben. Die regulatorischen Vorgaben sind ja stark in Richtung Organisation, in Richtung Prozesse, in Richtung Kontrollen, sondern dass wir uns auch kümmern um technologische Weiterentwicklung von IT-Sicherheit, die ich in der BAIT oder in EBA-Guidelines letztlich dann auch nicht so finde. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht sagen, hier, die Aufsicht hat uns wichtige Anforderungen gegeben, wir erfüllen die BAIT, wir erfüllen die EBA-Guidelines, also sind wir sicher mit unserer IT. Das wäre, glaube ich, ein Trugschluss. Ich nehme an, die beiden Kollegen werden mir zustimmen. Da ist es wichtig, wirklich auch in technologische Weiterentwicklungen zu investieren, technologische Komponentensysteme zur IT-Sicherheit weiter auszubauen. Also ich denke an so Themen wie Endpoint Security, Sandbox im Netzwerk. Ich muss Anomalien erkennen, ich muss Angriffe erkennen und so weiter. Erster Faktor, nicht stehen bleiben bei der Regulatorik. Zweiter Faktor, nicht nur Systeme zu schützen, wir werden immer Restrisiken haben. Also ein typisches Schutzsystem ist ein funktionierendes Patch-Management, zum Beispiel etwas, was nach meiner Beobachtung vor ein paar Jahren noch nicht alle Banken hatten, ein systematisches Patch-Management, also Schwachstellen früh zu lösen und zu patchen, ist Schutz. Aber ich muss auch, denken Sie an Zero-Day-Exploits, das heißt, Sie haben eine Schwachstelle, die wird am gleichen Tag entdeckt und ausgenutzt, da haben Sie keine Chance. Das heißt, Restrisiken bleiben, umso wichtiger wird es für uns Banken, auch in das Detect zu investieren, also nicht nur in Protect, sondern auch Detect zu stärken. Da helfen auch wieder neue Technologien und auch in das Respond, also wie reagiere ich, wenn ich angegriffen werde. Da bin ich eben dann bei Themen wie ITSCM, ich bin letztlich im Notfallmanagement, ich bin im Ausfallmanagement drin, im Falle einer Attacke. Und der dritte Faktor ist für mich, IT-Sicherheit darf kein Verhinderer von Digitalisierung werden. Wir sind in der Finanzindustrie immer mehr dabei zu digitalisieren und IT-Sicherheit muss eher ein Enabler von Digitalisierung werden. Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Ich gehe mit einer Anwendung in eine Cloud, in eine Public Cloud. Da gibt es viele Sicherheitsanforderungen, es gibt viele Anforderungen aus Richtung Datenschutz. Gerade jetzt vor dem Hintergrund Schrems II, was Datenschutz betrifft, dieses Urteil im Juli,
Da erwarte ich von IT-Sicherheit bei mir in der Bank, wenn ich eine konkrete Auslagerung vorhabe in so eine Cloud, wie könnten Lösungen aussehen, die sicher sind? Also was sind Verschlüsselungsalgorithmen, die ich nutzen kann und so weiter? Das waren jetzt mal so drei Faktoren aus meiner Praxis. Okay, super. Vielen herzlichen Dank, Herr Plebern. Herr Breetz, für Sie sind die Fragen schon gekommen, bevor wir angefangen haben zu sprechen. Die erste nehme ich gleich mal nochmal mit rein, ob Sie aus der aktuellen Prüfungspraxis etwas berichten können, wie IT-Prüfungen, was Erfahrungen gemacht worden sind, wo Sie gerade nicht jetzt unterwegs sind bei Kreditinstituten, sondern in den Themenfeldern. Also von den Themenfeldern her gesprochen, ist das Beruhigende und auch gleichzeitig das Erschreckende, dass die Themengebiete, über die wir reden, zu großen Teilen seit mehr als 10 Jahren dieselben sind. Also wir haben es mitnichten damit zu tun, dass das, was wir bei den Prüfungen jetzt anschauen, sich völlig von dem unterscheidet, was wir früher gemacht haben, sondern Klassiker wie Benutzerberechtigungsmanagement, Identity and Access Management sind Themen, die nach wie vor Dauerbrenner sind bei Prüfungen. Gleiches Thema, individuelle Datenverarbeitung, Excel-Anwendungen, die in Instituten eingesetzt werden. Auch dort haben wir es mit, seit vielen Jahren mit mehr oder weniger gut ausgeprägten Anwendungsentwicklungsprozessen in Fachbereichen zu tun, die am Ende, was Herr Ramsberger eben schon in seinem Vortrag so ein bisschen auch erzählt hat, Datenqualitätsprobleme in sich bergen können und damit am Ende auch zu fehlerhaften Risikoentscheidungen führen können. Und jetzt zu den Themen, was kommt vielleicht an Neuerungen dazu? Die technischen Maßnahmen zur IT-Sicherheit werden von uns bei den Prüfungen zunehmend konkreter auch in den Fokus genommen. Wobei ich da explizit jetzt betonen möchte, dass die Technik nicht die Probleme alleine löst, sondern Technik ist ein Werkzeug. Und es ist ähnlich, wie wenn man jetzt sagen würde, okay, in einem Fußballteam, wer sind denn jetzt die Wichtigeren? Sind die Verteidiger wichtiger? Sind die Angreifer wichtiger? Ist der Trainer wichtiger? Es ist am Ende ein Zusammenspiel dieser gesamten Themen, was ausgewogen sein muss und in dem die handelnden Akteure miteinander konstruktiv kommunizieren. Herr Dr. Plebern hat ja schon ausgeführt, dass IT-Sicherheit kein Digitalisierungsverhinderer werden darf. Es ist wichtig, dass die Aspekte der IT-Sicherheit oder wie wir mittlerweile sagen Informationssicherheit, dass diese Aspekte eben sachgerecht auch bei der Digitalisierung berücksichtigt werden. Und was wir an einigen Punkten auch beobachten, ist, dass bei Auslagerungen in Cloud-Dienstleister vielfach sehr schnelle Wege gegangen werden, die oftmals nicht die kompletten Aspekte der Informationssicherheit sachgerecht berücksichtigen. Okay, vielen herzlichen Dank dafür. Was Sie wahrscheinlich auch als Teilnehmer des Streams hier mit eingeblendet sehen, sind die Ergebnisse unserer zweiten Umfrage. Und ich musste ein bisschen schmunzeln, wie das jetzt gerade auf den Bildschirm gekommen ist. Herr Dr. Plebern, wir haben uns im Vorfeld kurz unterhalten und das Ranking, wie Sie aufgestellt haben, ist 1:1 getroffen. Darf ich Sie um eine kurze Einschätzung bitten zu den Ergebnissen? Ja, würde ich mitgehen. Die Frage ist halt immer ganz unten, unzureichende IT-Sicherheitsprozesse ist ja immer auch ein Aspekt von mangelndem Know-how in Informationssicherheit und auch in veralteten Systemen, weil ich glaube, das größte Risiko für IT-Sicherheit sind genau Schwachstellen in veralteten Systemen, die eben angreifbar sind, die vielleicht nicht nur veraltet sind in Richtung auch Stabilität und Verfügbarkeit, sondern auch in Richtung Angreifbarkeit. Mangelndes Know-how zur Informationssicherheit ist mit Sicherheit ein übergeordnetes Thema, weil man dort alle IT-Risiken bündelt. Und wir haben das gerade, wenn Sie so Thema wie End-User-Awareness, Phishing-Mails, wie reagieren sozusagen Leute in der Bank, wenn sie eine Phishing-Mail bekommen. Da ist, glaube ich, viel passiert, aber da ist noch auch viel weiterzuentwickeln. Und das Thema mangelndes Know-how zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen ist sicherlich gemeint, wie dabei die Themen der IT-Sicherheit und IT-Risiken berücksichtigt werden müssen. Also mich überrascht das nicht. Wie gesagt, veraltete Systeme würde ich sogar relativ nah beim Thema IT-Sicherheitsprozesse sehen, weil es ein Aspekt davon ist. Teilen die beiden Kollegen, Herr Breetz und Herr Finkler, diese Einschätzung? Ja. Uneingeschränkt. Uneingeschränkt. Also ich hätte auch unzureichende IT-Sicherheitsprozesse. Aha.
auf die erste Position wird bewertet. Gut, wunderbar. Dann gehen wir mal nach der Identifikation von Risiken, gehen wir mal weiter zum Themenfeld Steuerung und Management. Da vielleicht mal auch an Herrn Breetz die Frage. Im konkreten Falle, wir haben ja auch Finanzdienstleister heute in der Leitung, in der Teilnehmerschaft. Haben Sie da vielleicht den einen oder anderen Hinweis, was neben Kreditinstituten auch bei Finanzdienstleistern besonders zu berücksichtigen ist in unserem Themenfeld des heutigen Plenums? Das Schöne bei den ganzen IT-Sicherheitsthemen ist, dass die grundlegenden Anforderungen, was benötigt wird, im Prinzip unabhängig sind von der vom Unternehmen, von der Unternehmensgattung. Also ob ich jetzt eine Bank bin oder ein Finanzdienstleister oder eine Klinik oder ein Wasserwerk, im Grunde sind die prozessualen Anforderungen, die ich benötige, nahezu identisch. Mhm. Und was wir sicherlich sehen, ist, dass für kleine Unternehmen, die jetzt nicht die kritische Betriebsgröße haben, es schwierig ist, die Investitionen in eine sachgerechte Informationssicherheit sowohl von der Technologie wie auch von den Prozessen überhaupt zu leisten. Also durch die zunehmenden Anforderungen, die nicht von der Aufsicht getrieben werden, sondern eher von der Risikolage getrieben werden, kommen natürlich kleine Häuser zunehmend in eine Situation, in der sie sehr viel nicht selbst leisten können, auslagern müssen, mit der Schwierigkeit, wenn ich es an jemanden gebe, wie kann ich kontrollieren, dass er es in meinem Interesse überhaupt umsetzt. Und da sind wir auch gespannt. Wir werden jetzt auch über die Zahlungsinstitute auch neue Unternehmen mit bei uns im Aufsichtsuniversum betreuen, beziehungsweise sind schon mittendrin. Auch dort werden sich die Fragen in anderer Weise stellen, wie werden zum Teil diese kleinen Unternehmen, die nahezu alles ausgelagert haben, wie werden die ihren Anforderungen nach einem geeigneten Risikomanagement für Informationssicherheitsrisiken gerecht werden? Okay, vielen Dank. Ich gehe nochmal zu Herrn Plebern mit der Industrieperspektive. Sie machen das jetzt auch, dieses Thema, schon mehrere Jahre, sage ich mal. Was sind denn so Lessons learned, die Sie für Ihr Institut mitgenommen haben? Vielleicht in Verbindung mit einer Frage, die reingekommen ist, ob Sie die hohen Anforderungen, / Investitionen in IT-Sicherheit als Erfolgsfaktor sehen oder als Chance und Erfolgsfaktor für ein Institut oder eher als Verhinderer? Also ich bin absoluter Vertreter von Chance und Erfolgsfaktor, weil ich auch in meiner Zeit als Berater gelernt habe, dass viele Institute, was den Reifegrad ihrer Prozesse betrifft, doch noch einigen Nachholbedarf, das war vor 5 bis 10 Jahren, hatten. Da habe ich die Anforderung der Aufsicht, der MA-Risk, begrüßt, dass wir Banken jetzt wirklich auch einen Rahmen haben und auch ein bisschen Druck haben, den Reifegrad in IT-Prozessen zu erhöhen. Und letztlich ist es der Reifegrad auch der IT-Prozesse und der Kontrollen, die bei IT-Risiken wesentlich helfen. Lessons learned, würde ich sagen, neben dem Thema, bleib nicht bei der Regulatorik stehen, sondern entwickel dich weiter, ist es auch das Thema, dass wir zunehmend uns kümmern müssen um Angriffserkennung, nicht nur Angriffsverhinderung, Angriffsabwehr, Angriffserkennung. Da auch zu investieren, das gewinnt immer mehr an Bedeutung. Ich muss einen Angriff möglichst schnell erkennen und darauf reagieren. Weitere Lessons learned ist, die Wirksamkeit ist keine Selbstverständlichkeit. Also wenn Sie einen neuen IT-Sicherheitsprozess, beispielsweise einen Patch-Management-Prozess in Ihrer Bank als systematischen Prozess einführen, das ist kein Fingerschnipp, der in 5 Monaten läuft, sondern Sie sind da schnell mal 1-2 Jahre unterwegs. Also Lessons learned, Wirksamkeit, Operationalisierung dauert und muss auch immer wieder überprüft werden. Mhm. Weitere Lessons learned, wenn ich sozusagen auf meine Prozesse anschaue, ist mit Sicherheit, dass das Commitment des Top-Managements, unseres Vorstands, hilft bei solchen Themen. Schon wenn Sie in Budgetrunden sind, ist es hilfreich, wenn der Vorstand hinter dem Thema IT-Risiken und IT-Sicherheit steht. Und vielleicht, wenn ich noch einen 4. Lessons Learned nennen darf, ich habe eine unzählige Liste, aber wir haben ja nicht so viel Zeit. Die Verschränkung mit der Second Line ist auch nicht so einfach, als man sich das theoretisch vorstellt. Also okay. Wie verschränke ich meine IT-Risiken mit der Second Line in Richtung operationelle Risiken? Sie haben schon den Zeitpunkt angesprochen. Lassen Sie uns auf die Zielgerade einbinden und einlaufen. Ein letzter Statement von Ihnen drei würde ich noch benötigen für die unsichere Zukunft, die uns bevorsteht. Beginnen wir mal bei Ihnen, Herr Finkler. Wie sieht es denn mit modernen Technologien aus? Können
künstliche Intelligenz, helfen die wirklich, uns den IT-Risiken besser zu widmen? Ich würde vermuten, es ist wie bei vielen neuen Technologien so, sie können zum Guten und auch zum Schlechten eingesetzt werden. Mhm. Wir können mit Textverarbeitung in der künstlichen Intelligenz beispielsweise Phishing-Mails sehr viel geschickter in Zukunft erwarten, sodass immer mehr Mitarbeiter darauf hereinfallen. Auf der anderen Seite kann man mit derselben Technologie aber auch Anomalieerkennung betreiben, sodass ungewöhnliche Vorgänge in Netzwerken besser erkannt werden können. Das heißt, das hilft auch der Abwehr. Okay, vielen Dank. Dann gehen wir weiter zur Industrieperspektive. Herr Plebern, größte Herausforderung für die Zukunft? Also wenn ich nach vorne schaue, ist eine Herausforderung das Thema Personal für IT und speziell für IT-Sicherheit. Der Markt ist eng und wir müssen schauen, wie wir gutes Personal an Bord kriegen in den Banken. Und fangen auch an, damit haben wir jetzt angefangen, gerade auch für das Thema IT-Sicherheit, wirklich selbst auch auszubilden. Das ist eine Riesenherausforderung. Und das Thema Kosten. Wir haben natürlich auch für das Thema IT-Risiken, IT-Sicherheit nicht ein beliebiges Budget. Das heißt, wir müssen immer überlegen, wo, gerade wenn es um IT-Sicherheit geht, reichen uns die Hosenträger und wir brauchen keinen Gürtel mehr für ein spezielles Thema. Oder wo brauchen wir vielleicht sogar zwei Hosenträger und einen Gürtel oder wo reicht der Gürtel? Insofern das Thema Kosteneffizienz, wo investieren wir mit einem greifbaren Nutzen, was die Risikominimierung betrifft und wo investieren wir vielleicht eher weniger, weil der Nutzen nicht so groß ist und das Risiko auch so im Griff ist. Vielen Dank. Schlusswort von Herrn Breetz. Größte Herausforderung für die Aufsichtsbehörde? Für die Aufsichtsbehörde ist die Herausforderung, die auch bei den gesamten neuen Technologien, die im Moment in den Markt drängen, mit am Ball zu bleiben. Das Thema, was Herr Dr. Plebern angesprochen hat, auch das Thema Personal. Die Menschen sind, glaube ich, der wichtigste Faktor für das Thema IT-Sicherheit. Technik kann man kaufen, aber um eine gescheite IT-Sicherheitsorganisation in einem Unternehmen aufzubauen, brauche ich Menschen, die auch in der Lage sind, zusammenzuarbeiten, die in der Lage sind, zu kommunizieren, die in der Lage sind, eine Prozessreife über eine längere Zeit hinweg mit einem langen Atem auch aufzubauen. Und wir sehen bei den Prüfungen immer wieder, dass die Reifegrade so niedrig sind, dass die Abarbeitung von den Mängeln auch gar nicht innerhalb von einem halben Jahr geleistet werden kann oder von einem Jahr, sondern dass wir über 3- bis 4-jährige Projekte zum Teil in den Häusern reden, um den Reifegrad auf ein angemessenes Niveau zu bringen. Von daher, wichtig ist, investieren in Nachhaltigkeit, also in nachhaltige Maßnahmen zur organischen Entwicklung der IT-Sicherheit der Banken. Okay, vielen herzlichen Dank, Herr Breetz, vielen herzlichen Dank Ihnen drei für das sehr informative und spannende Panel, das wir hier hatten. Herzlichen Dank. Wir kommen zum Ende der heutigen Veranstaltung. Ja, so schnell können 2 Stunden vorbei sein. Wir kommen zum Ende dieser Tagung. Dafür möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei allen anwesenden und zugeschalteten Referenten bedanken, die uns durch ihre aktive Mithilfe eben hier sehr unterstützt haben und uns ermöglicht haben, das auch in virtueller Form durchführen zu können. Ebenso gilt der Dank an Sie, liebe Zuschauer, dass Sie heute teilgenommen haben und uns wertvolle Anregungen zum Thema Non-Financial Risk gegeben haben. Und zuletzt möchten wir alle Mitwirkenden und alle, die uns unterstützt haben an dem heutigen Tag, ganz herzlich bedanken. Genau, also diesem Dank kann ich mich nur anschließen. So eine virtuelle Veranstaltung, Sie können sich vielleicht erahnen, was hier im Hintergrund alles an Tätigkeiten los ist und was da an Technik rumsteht. Also herzlichen Dank an alle Kollegen, die hier mit eingebunden waren, das unterstützt haben. Auch herzlichen Dank an Kollegen Schmidthammer und Kruse für die Co-Moderation an der Stelle. Und was wir mitnehmen können, oder ich persönlich für mich mitnehme, inhaltlich ein fortlaufender Prozess, der dieses Thema Non-Financial Risk notwendig macht. Auch, dass es eine Managementaufgabe ist und wie gesagt, mit Florian schon länger diskutiert zum Thema Datenqualität. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Asset. Herr Kruse, ich weiß. Genau. Ja. Abschließend möchten wir die Konferenz mit der Hoffnung, dass wir uns nächstes Mal hier in Frankfurt auch wieder physisch treffen können, dass wir Sie hier physisch willkommen heißen können, denn wir halten den persönlichen Austausch zwischen den Teilnehmern auch für ganz wichtig. Bleiben Sie uns gewogen. Und vor allem, bleiben Sie gesund. Wir freuen uns, Sie auch im nächsten Jahr zur 9. regulatorischen Fachtagung hoffentlich wieder begrüßen zu können.